Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Veranstaltung Kultur gegen rechten Kulturkampf, die wir heute im Rahmen der Veranstaltung übermorgen im losen Zusammenhang mit der linken Woche der Zukunft veranstalten. Und freue mich ganz besonders, dass wir hier für diese Diskussion zu meiner linken Idil Beida, zu meiner rechten Volker Lösch und Falk Richter begrüßen dürfen. Mein Name ist Christina Keindl, ich leite den Bereich Strategie und Grundsatzfragen bei der Linken und versuche ein bisschen durchs Gespräch zu führen. Ich würde natürlich unsere Gäste gleich noch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Wir beginnen dann mit einem Gespräch hier unter uns, aber wir sind ja in einem übersichtlichen Rahmen. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, euch daran auch zu beteiligen und Nachfragen und Diskussionsbeiträge zu stellen. Vielleicht schaffen wir es auch, wenn es konkrete Fragen zu konkreten Projekten gibt, mal übers Internet reinzuschauen in kleine Szenen. Ja, ich beginne zu meiner Linken mit Idil Beida. Sie ist Schauspielerin, Comedian, Kabarettistin. Den meisten von euch ist sie wahrscheinlich bekannt durch die Kunstfigur Gillette Aysche, eine Figur, die eine 18-jährige Türkin der Rütli-Schule in Neukölln ist und wie man sagt, wie du selber gesagt hast, der Integrationsalbtraum. Auf der anderen Seite stellst du oft die Gerda Grischke dar, eine AfD-Wählerin, auch aus Neukölln und gewissermaßen das deutsche Spießer-Gegenstück zu Gillette Aysche. Idils YouTube-Kanal, auf dem sie seit 2011 ihre Shows und selbstgespielten Stücke darstellt, hat bis zu 80.000 Klicks pro Video, vielleicht inzwischen auch noch mehr, ist also sehr erfolgreich. Seit 2014 läuft ihr Stück Deutschland, wir müssen reden und seit gut 2 Jahren tut sie mit ihrem Programm Ghetto-Lektuell und spielt auch bei Falk Richters aktuellem Stück der Inszenierung von Jelineks Königsweg mit, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen. Ja, zu meiner Rechten, Volker Lösch gehört zu den profiliertesten Regisseuren des Gegenwartstheaters, hat über 80 Inszenierungen, davon 2 Opern realisiert, unter anderem in Basel, Berlin, Bern, Bonn, Bremen, Dresden, ich kann gar nicht alles aufzählen. Er war von 2005 bis 2013 Hausregisseur und Mitglied der künstlerischen Leiter am Staatstheater Stuttgart. Er arbeitet in seinen Inszenierungen häufig mit Profis des jeweiligen Schauspielensembles und mit Vertreterinnen von unterschiedlichen Akteuren, sozialen Gruppen, Betroffenen von sozialen Veränderungen in Form von Chören und Laienchören. Wer von euch am Donnerstagabend schon hier war, konnte die Premiere des Gesundheitstribunals von ihm sehen, in dem auch in diesem Fall etwas kleinerer Chor als sonst häufig die Erfahrung der Pflegenden in unserem aktuellen Gesundheitssystem auf die Bühne gebracht hat. Im Juli 2010 regt er gemeinsam mit anderen den Schwabenstreich in Stuttgart an, gegen das Projekt Stuttgart 21, war auf den Montagsdemonstrationen in Stuttgart oft ein Redner und ist auch heute noch gesuchter Redner und ein, wie soll man sagen, Rückgrat der Bewegung, kann man glaube ich schon sagen. Und ganz rechts von euch aus gesehen, ganz links, haben wir Falk Richter, er ist Autor und Regisseur. Und er ist gerade, und dazu gratulieren wir natürlich sehr herzlich, vom Theater heute zum Regisseur des Jahres gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch. In Würdigung seiner Inszenierung dieses Stücks von Elfriede Jelinek am Königsweg, das er am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg uraufgeführt hat. Falk hat bereits im Studium begonnen mit Regiearbeiten und ab 1996 folgten Inszenierungen an zahlreichen renommierten nationalen und internationalen Theatern, unter anderem Schauspiel Frankfurt, Düsseldorf, Schauspielhaus in Hamburg, das Gorki-Theater, die Berliner Schaubühne und so weiter. Aktuell ist er am Schauspielhaus in Hamburg Hausregisseur und ich habe gelesen, du bist auch Gastprofessor für Regie an der Hochschule der Schauspielkunst Ernst Busch hier in Berlin. Ja, schön, dass du da bist. Als Dramatiker schrieb Falk Texte wie Gott ist ein DJ, Electronic City unter Eis, Trust, Small Town Boy, Fear, das Stück, das sich um Angst und den Aufstieg der Rechten dreht und das sicherlich ein Aufhänger sein wird für unsere Gespräche über die Frage, wie Kultur und Kunst gegen den rechten Kulturkampf auftreten kann, was die Aufgaben sind und was die Formen sind, in denen dieser Kampf zurückgeschlagen werden kann, sage ich mal. Ja, ich würde vielleicht nochmal zu euren konkreten Projekten als Einleitung in die
fragen, was sagen. Wir haben uns nicht über eine Reihenfolge abgesprochen. Sollen wir so anfangen, wie wir jetzt... Ist das für euch okay? Habt ihr... was ich bei IDEL noch nicht dazu gesagt habe, war, dass sie einen Sonderpreis für Integration und Toleranz bekommen hat, was mir fast ein bisschen ironisch vorkommt, weil ich den Eindruck habe, dass beide Begriffe in der aktuellen Situation oder Diskussion zumindest gerade nicht für einen gleichberechtigten Umgang mit Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund stehen. Integration wird in der Debatte als eine Art Hausaufgabe formuliert, die Menschen mit Migrationshintergrund gefälligst zu bewältigen haben, statt es so zu verstehen, dass es darum geht, eine Gesellschaft zu schaffen, die integriert ist in dem Sinne, dass sie unterschiedlichen Menschen die Möglichkeit gibt, sich gleichberechtigt zu beteiligen. Und sozusagen, wenn man mit Adorno sprechen würde, Voraussetzungen schaffen könnte, damit man ohne Angst verschieden sein kann. In deinen Texten weist du diese Zuweisung der individuellen Integrationsanforderungen zurück und sagst sozusagen, wir müssen wegkommen von den Defizitdefinitionen einerseits, und auf der anderen Seite machst du sehr stark die Monologe der AfD-interessierten Gerda. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was dein Konzept oder was deine Idee hinter diesen beiden Zugängen ist, hinter den beiden Personen, mit denen du einerseits die Zurückweisung der Integrationsanforderungen aufführst und andererseits ja gleichzeitig sagst, was die Gegenseite in die Diskussion bringst oder die rechten Gedanken und die rechten Positionen stark macht. Für mich erstmal guten Morgen, ich freue mich hier zu sein. Mein Gehirn ist nicht richtig an, aber ich gebe mir Mühe. Die Fragen waren jetzt so zum Ende so ein bisschen schwammig und fusselig. Da weiß ich jetzt nicht so richtig, also ich kann jetzt zumindest sagen, wie es angefangen hat. Natürlich wurzeln diese Figuren, deshalb sind sie auch so kräftig und so stark, die wurzeln natürlich viel in den Erfahrungen, die ich gemacht habe als Migrantisierte. Entsprechend versuchte ich also über diese Figuren den Konflikt, den ich nicht nur bei mir sehe, sondern auch bei vielen, vielen anderen, weil ich auch in der Jugendarbeit tätig war und auch in Schulen gearbeitet habe, habe ich das also mitbekommen, dass es nicht nur mir so geht, und habe mit den Videos eigentlich versucht, das so ein bisschen auszudrücken oder zu skizzieren. Und daraus ist dann eben wirklich eine Figur geworden. Die Grischke ist jetzt zurzeit ein bisschen hinten, weil die AfD kriegst du nicht mehr überspitzt. Das ist wirklich schwierig. Deshalb habe ich die jetzt erstmal außen vor gelassen. Das können jetzt auch andere machen. Das ist okay, vielleicht kommt sie noch mal wieder, man weiß es nicht. Aber Gillette ist eben gerade am Start, ja. Gibt es noch eine Frage? Jetzt zeige ich erstmal so grob. Das heißt, du sagst, die AfD ist selber so krass, dass sie sich nicht mehr eignet fürs Kabarett? Naja, die Überspitzung ist eben, ich meine, das, was die Gerda Grisch gesagt, das sagt die AfD, das hat sie aber vor 6 Jahren schon gesagt, das ist echt kein neues Phänomen. Was mich wirklich an diesem Land fasziniert, ist, dass wir jedes Mal von Null anfangen, fast jedes Jahr. Jedes Jahr höre ich den Satz, da muss man jetzt erstmal, wir sind ja noch ganz am Anfang. Wir Migranten sind nicht am Anfang, wir sind am Ende. Das ist das Interessante, das ist eine Aussitztaktik. Ne? Damit versucht man das irgendwie zu umgehen und ach, ist irgendwie unangenehm das Thema und ach, immer bin ich der Böse und der Doofe und das will ich jetzt auch nicht sein, möchte gut sein und toll sein und dann lassen wir das Gespräch. Aber das Problem an sich existiert schon eine ganze Weile. Und ich habe ja angefangen mit den Figuren zu dem Zeitpunkt, wo Sarrazin rauskam. Und da war ich eigentlich das erste Mal derartig geschockt, weil mein diffuses Gefühl, wo ich immer noch gesagt hätte, naja, und vielleicht empfindest du das ja auch schlimmer, also auch die Rhetorik schon übernommen habe von denen, die dir ja auch sagen, wenn du mit Rassismus irgendwie sagst, sag mal, das war jetzt aber echt, das, ja, nun stell dich mal nicht so an, das habe ich dann irgendwann Tatsache fast schon übernommen. Mit dem Buch war eigentlich klar, nee, das ist schon ganz gut gefühlt und das ist schon ganz gut wahrgenommen. Und auch in dem Ausmaß, in dem es ist, es sind keine 20%. Und dann habe ich angefangen zu untersuchen, woran das liegt. Und das versuche ich dann eben in Form von Humor auch ein bisschen dem Publikum zur Verfügung zu stellen. Und ist Gillette eine Art Gegenwehr? Also ist das eine, wie soll man sagen, eine Verteidigung gegen diese Art von Diskurs? Nein, eigentlich gar nicht. Nee, ich glaube nicht, dass Gillette eine Verteidigung ist. Sie ist eher sowas wie eine Form von... Ich glaube, dass das Grundproblem bei dieser ganzen Geschichte, und da sind wir auch wieder bei diesen defizitären Bewerten, ist generell, dass wir mehr bewerten als verstehen wollen.
Und ich glaube, Gillette Eiche bietet eine Möglichkeit, Dinge zu verstehen, aber aus ihrem Kontext heraus und nicht aus dem Kontext der Deutschen, sage ich jetzt mal so provokativ. Der Kontext der Deutschen wäre, ja, nee, das Kopftuch ist einfach Unterdrückung. Während daneben mir 15 Mädchen stehen, die sagen, nee, trag das Kopftuch, weil ich das möchte. Ja, also, und das ist dann, nee, das ist Unterdrückung. Also, was denn ist das für ein Gespräch? Also, das ist ja wirklich unfassbar. Da ist auch keine irgendwie, wo man sagt, ja, oh, sie hat die individuelle Freiheit der Frau. Wo ist die Emanzipation auf einmal geblieben? Das ist ja alles Wahnsinn. Sobald es um Migranten geht, fällt eigentlich alles. Also, jeder Wert, den man sich so selbst zuschreibt, der wird dem Migranten eben dann lieber nicht zugeschrieben. Und da versuche ich eben zu gucken, warum, woran liegt das, was ist das deutsche Selbstbild, wodurch definiert sich das, ist es über die Abwertung anderer, ist das eine lange Tradition, wann hat das eigentlich angefangen? Und deshalb kommt in meinem Bühnenstück natürlich auch Kant und Hegel vor, eben nicht mit dem Imperativ, sondern mit ihren rassistischen Studien und Werken, ja. Darf ich das vielleicht als Überleitung nehmen, weil du hast gesagt, du versuchst es nicht aus der deutschen Perspektive und in gewisser Weise sind, würde ich ja sagen, in euren Stücken der schmerzhafte und anstrengende Teil der deutschen Perspektive, den nehmt ihr ja sehr in den Fokus. Ihr habt beide Stücke gemacht, wo sozusagen die Texte der AfD, die Forderungen der AfD oder ähnlicher politischer Formationen, der Pegida, sagen, vorkommen und in den Mittelpunkt gerückt werden. Vielleicht können wir da ein bisschen das untersuchen, sozusagen, wie ihr das macht. Volker, du hast ja versucht, sozusagen mit der gleichen Methode, die du in anderen Stücken auch hast, dass du Betroffene interviewst und ihre Texte dann bearbeitet über den Chor auf die Bühne bringst, hast du ja sehr, wie soll man sagen, sehr eine Situation geschaffen im Theater, wenn diese Texte einem im Sprechchor wieder zurückkommen, die fast nicht auszuhalten ist. Also ich habe das Stück gesehen und da dachte, es ist, wird sehr bedrohlich, wenn man da sitzt. Und ja, was ist dein Weg dahin gewesen? Ja, der Weg dahin war erstmal, als ich vom Schauspieler dann zum Regisseur gekommen bin, eine große Unzufriedenheit in den Regiearbeiten, die sich mit Stücken, mit dem Inszenieren von herkömmlichen Stücken beschäftigt hat, weil mir da Perspektiven gefehlt haben. Und da entstand dann dieser journalistische Ansatz, in die einzelnen Gruppen, sozialen Gruppen reinzugehen und mit denen zu sprechen und die zu interviewen, diese Texte zu verdichten, dann und dann mit unterschiedlichen Materialien zu verbinden, mit Drehbüchern, mit Selbstgeschriebenem, mit klassischen Stücken, was auch immer. Es sind auch nicht immer nur Chöre, es sind teilweise auch Einzelsprecherinnen und Sprecher, die auf der Bühne stehen. Und das gar nicht an, ne? Kann das sein? Doch. Doch, sein. Das Wichtige dabei war für mich immer, diese Gruppen kennenzulernen, weil für mich auch dieser incestuöse Vorgang, dass sich nur im Theater aufhaltens, auf Probebühnen seins, mit Künstlern nur immer zusammen zu sein und dann gleichzeitig aber von der Wirklichkeit erzählen zu wollen, nicht funktioniert hat. Das haut nicht hin. Also du bist in so einer Blase, kommst dann bei 4 Arbeiten pro Jahr kaum mehr aus dem Theater raus, bist in tollen Städten, kriegst von den Städten nichts mit, weil immer auf Endproben sitzt, weil bei mir ist schon mal immer von Anfang an Endprobe. Und dann bist du einfach nicht mehr im Kontakt mit den Dingen und mit den Menschen, über die du eigentlich Theater machen sollst. Und da, das war so ein Verzweiflungspunkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt raus, also entweder gehe ich wieder raus aus dem Theater, mache 4 Jahre lang was anderes und reise wieder rum und lade mein Gegenwarts-Akku wieder auf, oder ich hole die Leute rein. Das war eine Erfindung dann einfach. Das hat auch damals außer Rimini-Protokoll niemand gemacht in der Zeit, als wir damit begonnen haben. Und es fing eben auch in Dresden an, zu den Zeiten der Montagsdemos, die es damals gab. Und es gab eine extrem große Unzufriedenheit, auch in den Gruppen, die ich am Theater hatte, die ich zunächst mal nur für einen Chor engagiert hatte. Orestie war das, der sich mit dem Material von Peter Stein, Übersetzung der Orestie, beschäftigt hat. Die haben wir aber dann befragt innerhalb der eigenen Gruppe und sind dann eigentlich zu der Erfindung dieser Art von Theater gekommen. Und das war sehr erschreckend, was Leute einem erzählt haben, an Hass auch auf Westdeutschland, an Hass auf Kapitalismus, an Hass auf diese Situation, die sie
da waren, mit denen man aber wochenlang zusammengearbeitet hat und die man eigentlich als nette Menschen so kennengelernt hat. Also da kamen dann so Sprüche wie, alle, die über 100.000 Euro im Jahr verdienen, müssen vergast werden, aus der Gruppe raus und von einem ganz netten Kollegen, der das da so erzählt hat. Und dann haben wir mal weiter nachgefragt und so und dann mündete das in eine extrem große Frust- und Hass-Beschimpfungsorgie auf Westdeutsche. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, also guck mal, hier ist ein Westdramaturg, ein Westregisseur, ein Westtontechniker und ja, ihr seid anders, ihr seid Gute und die anderen sind aber alle böse. Und diese ganze Hass- und Angstgeschichte, die damals war, hat noch überhaupt nichts mit Migranten oder mit Geflüchteten zu tun gehabt. Das ist extrem interessant. Das ging nur gegen Wessis und gegen Kapitalismus und war eigentlich da schon viel näher an der Ursache dran als jetzt. Und jetzt sind diese ganzen Hassenergien einfach umgeleitet worden, geschickt umgeleitet worden. Können ja auch andere sein. Es könnten auch Homosexuelle sein, es könnten auch Künstler sein, ist wurscht. Ja? Also du musst es einfach umleiten auf irgendeine Minderheit. Was jetzt stattgefunden hat, das ist sehr interessant, das in der Verbindung jetzt zu vergleichen. Aber das hast du nicht gefragt. Du hast irgendwie gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Ne? Also was für mich immer ein Ansatz war, ich muss mit denen, die ich eigentlich ablehne, reden, sonst kann ich sie nicht kennenlernen. Also das, was ich bekämpfe, muss ich kennen und was ich nicht möchte. Und deswegen war es für mich immer ein Ansatz, extrem in die Milieus reinzugehen. Also ja, recherchieren, dass ich habe als Schauspieler mit Scientology angefangen in Zürich, habe mich da reingemogelt, bis sie es gemerkt haben. Das hat ein halbes Jahr gedauert. Das war aber extrem interessant, was wir da dann rausbekommen haben. Und ich war, was mir dann nicht so schwer fällt, da ich ja Schauspieler gelernt habe, als Nazi verkleidet mit Glatze bei einem Berner Holocaust-Leugner in der Wohnung, der mir anhand von Plänen gezeigt hat, dass Auschwitz, dass es nie gab. Es gab keine Gaskammern. Ich habe ihn natürlich immer bestätigt, Kamera lief. Ja. So. Mir war sich ganz sicher, war ganz stolz, dass ein deutscher Nazi da sich den Mist da jetzt anhört und haben diese Materialien dann auf die Bühne gebracht, die wir da interviewt haben und so war es mit Pegida genauso. Also ich habe mit Hardcore-Nazis gesprochen, ich war in Kneipen drin und so und habe da Material rausgeholt und die sind dann immer sehr überrascht, dass man sie gar nicht angreift, weil sie denken, die Leute vom Theater sind Feinde. Wir sind natürlich auch Feinde, aber ich bin nicht so doof, das zu zeigen. Ich will ja Material von denen haben. Und dann sitzt dann im Theater einer vor einem Mikrofon und erzählt mir, dass er ein Baugeschäft hat in Zeitz, die gegen Flüchtlingsproteste in Zeitz organisiert und wenn er mal keinen Bauauftrag hat, geht er zu seinen Hooligan-Freunden, die machen dann, brennen die Asylunterkünfte nieder, dann kann er sie wieder renovieren, hat er wieder Arbeit für seine Kolonne da. Ne? Und so Sachen sagen die dann aufs Band und die kann man auf die Bühne bringen, kann sich mit denen auseinandersetzen. Es kommt dann irgendwann an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht und wo ich langsam auch die Sinnhaftigkeit dieser Vorgänge, die ich so in den letzten 10, 15 Jahren gemacht habe, in Frage stelle, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Also die große Frage, soll man mit Rechten reden oder soll man nicht mit ihnen reden? Ich habe langsam, ehrlich gesagt, den Kanal voll mit diesen Vorgängen und habe Lust auf anderes, aber vielleicht später dazu dann. Nee, das wird anonymisiert, also ich verrate die natürlich nicht. Die Leute liefern mir etwas, sind zwar die riesen Arschlöcher, ist klar, aber ich gehe dann nicht mit dem Filmmaterial zur Staatsanwaltschaft und sage dann hier, guck mal, was der da gesagt hat und so. Also das mache ich dann nicht, weil sie haben sich ja da hingesetzt und haben mir Vertrauen entgegengebracht und das Vertrauen muss ich zumindest mit dem Schutz ihres Namens dann zurückgeben. Aber die Texte werden gnadenlos genommen und natürlich auf die Bühne gebracht. Ja? Also da hat es dann auch schon Morddrohungen gegeben und so, weil die dann irgendwann mal geschnallt haben, dass ich sie angeschwindelt habe, indem ich gesagt habe, ich mache einen Film über euch. So, natürlich mache ich keinen Film über die, sondern ich wollte Material von ihnen haben. Und das hat dann dazu geführt, dass die mich dann bedroht haben. Aber rein rechtlich ist das ohne Verbindung mit dem Namen kein Problem. Ganz kurz, wir kommen zur allgemeinen Diskussion, aber lasst uns noch ein bisschen reinkommen ins Thema und ein bisschen auch Falk in die Diskussion reinbringen. Du hast ja mit Anouk van Dijk eigentlich eine Art neue Ausdrucksform entwickelt, eine Verbindung von Musik, Text, Tanztheater und hast auch so einen Bogen in meiner Wahrnehmung, weiß nicht, ob die stimmt, wo du einerseits Stücke hast, die viel die Zumutung des neoliberalen Lebens, wie verändern sich bis in die privaten Beziehungen hinein, wie verändert sich der Alltag, wie denken die Leute über ihr Leben und dann dieses Stück 4, das wir vorher schon kurz angesprochen haben, also 4 wie Angst auf Englisch, in dem ja auch viele Texte und viele Empfindungen ich sag mal, aus der rechten und aus der deutschen Perspektive ausgesprochen werden. Und der Anspruch, das fand ich sehr schön in der Beschreibung, war ja, dass ihr gesagt habt, die Darstellerin rufen die Untaten, rufen die Geister von Rassismus und Homophobie herauf,
von der Angst vor angeblicher Überfremdung und sie setzen sich mit Sprache und Körperlichkeit von Angst, Hass und Gewalt auseinander, verlachen, bekämpfen sie und schütteln sie ab. Das fand ich sehr beeindruckend. Wenn du, kannst du das ein bisschen erläutern, wie das? Ja, also erstmal ist es so, dass ich mich in meinen Arbeiten also schon immer eigentlich mit der Frage auseinandergesetzt habe, in was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich, was ist das für ein Wirtschaftssystem, was ist das für ein Finanzsystem, was auf die Menschen einwirkt und wie verändert es die Menschen und ihre Art zu denken, zu fühlen, aber eben auch die Körper. Also ich arbeite oft mit Tänzern und Schauspielern zusammen. Also was ist das für eine Körperlichkeit des erschöpften, überanstrengten Körpers, und in der westlichen Gesellschaft lebt der Mensch mittlerweile eigentlich ständig in einer Überforderung, gleichzeitig in einer Angst abzusteigen. Es gibt keine sozialen Netze mehr, das wissen wir. Also die Angst ist da, ist groß. Und lange Zeit habe ich mich erstmal so mit unterschiedlichen auch sozialen Schichten auseinandergesetzt, auch den Managern, was das eigentlich ist. Also die sind Täter und Opfer ihrer eigenen Ideologie zugleich sozusagen. Und es war natürlich irgendwann absehbar, dass der Neoliberalismus eine ganze große Gruppe von Menschen produziert, letztlich, die eine unglaubliche Unzufriedenheit haben und die nicht mehr fest irgendwo verankert sind in ihrem Leben. Und letztlich ist es ja das, was wir gerade erleben, dass diese Gruppe, also denen wird jetzt erstmals, denen werden Angebote gemacht, auf wohin sie ihre Wut, ihren Hass richten können. Nämlich nicht gegen das Kapital, also nicht gegen das System oder nicht irgendwie gegen eine real existierende Ungerechtigkeit, sondern da werden letztlich Fiktionen geschaffen. Also wir werden überrannt, wir werden überschwemmt, wir werden abgeschlachtet, es kommen die Horden, die jetzt uns Deutsche angreifen wollen. Und ich habe mich in dem Stück 4 eben sehr stark mit dieser neuen Ideologie auseinandergesetzt, sagen wir mal, mit diesen neuen Fiktionen, die da geschaffen werden, die natürlich auch gescriptet sind im gewissen Sinne. Also ich meine das nicht verschwörungstheoretisch, aber natürlich sind das ja Fantasien, die auch geschürt werden und die immer wieder bestätigt werden. Und da steht die neue Rechte für. Und ich habe mich eben dann auch mit den Protagonisten auseinandergesetzt. Also wer sind eigentlich diese Leute, die immer wieder diese Propaganda so ins Volk setzen. Also die Stories kennen wir ja. Wir werden überrannt, die wollen uns unser Deutschsein wegnehmen, das Volk soll abgeschlachtet werden, es gibt den Volkstod. Das wird dann weitergeführt, auch mittlerweile natürlich von Regierungsmitgliedern der CSU, sind Asyltouristen, also die kommen, eigentlich haben die überhaupt gar keine Probleme, außer dass sie uns vernichten wollen. Und dann natürlich die Rechristianisierung. Also das habe ich so in meinem Leben noch nie erfahren und hätte das auch vor 20, 30 Jahren nicht für möglich gehalten, dass sich auch da, also hier in Deutschland auf einmal das Christentum so wieder beschworen wird und angerufen wird als, das ist unser Wert, wir sind alles Christen. Wir verhalten uns ja überhaupt nicht christlich. Wir sind ja, also das ist ja völliger Quatsch irgendwie. Das ist ja eine völlige Fiktion, die da kommt. Und die Leute, die das immer mehr beschwören, die leben ja nun überhaupt nicht nach christlichen Maßstäben. Und insofern ist 4 also auf der einen Seite wirklich eine Sprach- und Denkanalyse, also eine Sprachanalyse, wie sprechen die neuen Rechten, was für Wörter benutzen die und was für ein Menschenbild steht dahinter und was für ein Gesellschaftsbild. Und dann, und das ist mir dann sozusagen sehr stark angekreidet worden von den Rechten, habe ich sie auch gezeigt. Also ich habe eben sie nicht anonymisiert, sondern ich habe eben mit einem Videokünstler zusammen dann auch unentwegt Sarrazin und Eva Herrmann und Orban und Seehofer und Gabriele Kubi und damals eben noch Frauke Petri und so weiter projiziert und auch Originalzitate von denen benutzt, die dann aber auch kenntlich gemacht waren als Originalzitate. Zum Teil habe ich dann allerdings auch die Zitate wieder überhöht, also ich habe mir damals noch die Mühe gegeben, zu versuchen, das in die Höhe zu treiben und in die Überdrehung. Das macht dann irgendwann auch Spaß. Also ich habe mir im Grunde diese Neurechte, diesen Jargon angeeignet, als würde ich Französisch lernen. Also ich habe versucht, diese Sprache zu lernen, dass ich sie als Autor auch benutzen kann und dann nochmal sozusagen überhöhen kann.
Und irgendwann kommt man dann rein in dieses Denken und es ist so, wie Volker Lösch sagt. Also es geht übrigens, es geht ganz konkret natürlich nicht nur gegen Migranten und Muslime, es geht auch gegen Homosexuelle, es geht gegen Künstler und es geht übrigens auch gegen die Linken. Also da sind wir sozusagen hier alle vereint. Wir sollen auch vernichtet werden. Ne? Also das, und das Interessante ist, glaube ich, das ist mir damals irgendwie schon klar geworden, aber da haben, also Fear ist ja 2015 rausgekommen, da waren die noch gar nicht so präsent, da saßen die neuen Rechten noch nicht in jeder Talkshow. Das Interessante ist, dass, glaube ich, am Anfang die Medienöffentlichkeit hauptsächlich so reagiert hat, das sind Provokationen, die wollen provozieren. Das ist ja voll übertrieben, was die sagen. Und keiner hat eigentlich so richtig verstanden, dass die das wirklich meinen. Also die meinen das, die wollen die Menschen hetzen und jagen und schlagen und verprügeln und umbringen. Also das wollen die wirklich. Das ist nicht so, dass die das sagen, um uns zu provozieren. Die meinen das so. Und ich glaube, das ist so etwas, habe ich gerade das Gefühl, das ändert sich jetzt auch gerade so in der Gesellschaft, dass die Leute verstehen, ah, so, die meinen das. Wenn der Gauland sagt, wir werden sie jagen, und dann ein halbes Jahr später werden die auch gejagt. Ne? Da ist eine Verbindung. Und ich glaube, in meiner Arbeit geht es mir auch darum, das zu zeigen. Also die Leute, die da sprechen, die diese Reden halten, das sind die Brandstifter, das sind die Täter. Und das, was die sagen, das hat immer eine Wirkung, das hat immer später eine Auswirkung. Und manchmal eben ganz konkret, dann werden Leute zusammengeschlagen oder umgebracht. Und das jetzt mal so grob gesagt, jetzt kann man sich das auch so vorstellen, dass das Ganze dann auch noch ein Kunstereignis ist. Das ist ganz wichtig. Also es ist keine politische Demonstration, sondern da gibt es Musik und Video und Tanz und Schauspieler. Und es ist zum Teil auch tierisch witzig, weil die neuen Rechten eben dann doch auch in ihrer Paranoia und in ihrer Absurdität auch wirklich witzig sind. Also sie sind irgendwie Realsatire, aber sie sind eben auch wahnsinnig gefährlich. Das ist das Besondere an denen. Würdet ihr sagen, das Lachen ist Teil der Gegenwehr oder Teil des, also ein notwendiger Teil der Verteidigung? Also ich würde sagen ja, weil natürlich ist das Wichtige auch, aber es kommt darauf an, wie. Ne? Also es ist, glaube ich, so, ich glaube, es braucht beides. Ich merke das so manchmal, wenn ich so auf Facebook sehe, dass es sie immer so, also so irgendwelche Memes oder so kleine Texte, wo einfach irgendwie Gauland und so irgendwie verarscht werden, denke ich so manchmal, ja, das reicht irgendwie nicht mehr, weil er ist nun mal leider in der Regierung und man kann sich natürlich auch lustig machen über ihn. Das ist auch wichtig, weil er ist eine Witzfigur. Aber eine Witzfigur mit Macht kann eben auch unglaublichen Schaden anrichten. Und ich glaube, es braucht so beides. Also es braucht den Angriff und dann muss man es auch manchmal überhöhen, man muss es einfach mal nur bloßstellen. Also zum Beispiel in Fear arbeite ich auch ganz stark über diese Organisation Demo für alle, die auch in Stuttgart ganz stark ist, die es eben auch im Westen sehr stark ist, nicht nur, sogar im Westen eher als im Osten. Das ist eigentlich so eine Demo für alle, das kommt aus dem französischen Manif pour tous, da ist es vom Front National mitgegründet worden oder vom Umfeld des Front Nationals mitgegründet worden. Das ist eigentlich so eine Organisation, die offiziell für Familienrechte kämpft, aber die richten sich eigentlich gegen Homosexuelle und gegen die gesetzliche Gleichstellung Homosexueller. Das heißt, die gehen auf die Straße und auch so wie die neuen Rechten das immer machen, die spulen sich so rein in so eine paranoide Weltvorstellung, also dass jetzt die Schwulen ihnen ihre Kinder wegnehmen wollen, also genauso wie die Migranten uns überrennen in Sachsen, wo es glaube ich, weiß ich nicht, 4% gibt oder so. Also so, das sind immer so diese Szenarien. Das ist für mich als jemand, der selber schreibt und Theater macht und dauernd mit Fiktion arbeitet, auch wahnsinnig interessant. Also wie machtvoll diese Fiktionen sind, die da geschaffen werden, dass die Leute das dann irgendwann glauben, dass die Leute da in Stuttgart zur Demo für alle gehen und wirklich sagen, bald dürfen ja Mann und Frau nicht mehr heiraten, dann darf nur noch Mann und Mann und nur noch Frau und Frau. Also ich habe ganz viele solche Originalzitate von diesen Leuten gesammelt. Bald müssen die Kinder im Kindergarten lernen, wie man Analsex hat. Und dann denkst du so, wo habt ihr das her? Wer hat euch diesen Blödsinn erzählt? Nein, das müssen eure Kinder nicht lernen. Und nein, ihr dürft immer noch eine Frau heiraten. Ja. Also, und das ist sozusagen so außer Kontrolle geraten. Und es ist natürlich Realsatire. Ja, gut. Aber bei der Manif pour tous, also in Deutschland sind die noch ein bisschen harmloser. Was muss man sagen, wenn Manif pour tous, also Demo für alle,
das ist einfach nur die französische Übersetzung, Manif pour tous, also Demo für alle, wenn die in Paris durch die Straßen ziehen, dann ist das auch so ein bisschen danach wie in Chemnitz, wenn die Demo offiziell vorbei ist, dann ziehen irgendwie die Radikalos los und kloppen eben schwule Paare zusammen. Und dann sind da manchmal so, gibt es dann irgendwie Bilder, so 45-jährige, eigentlich konservativ aussehende schwule Männer, Pärchen, die dann irgendwie zusammengekloppt werden. Einfach weil, ja, die wollen uns unsere Kinder wegnehmen oder so. Ne? Also das ist dann in den Hirnen. Wie kommt dieser Schrott in die Hirne und was macht der mit denen so? Ja, also ich würde ganz kurz, es ist ganz kurz, weil du ja übers Lachen gefragt hast und ob das hilft. Also in meinen Shows ist es eigentlich auch exakt so, wie Falk es beschrieben hat. Da gibt es einen Angriff und der ist auch erstmal nicht so leicht zu verknusen. Also das heißt, man bricht, also man versucht eigentlich eine Brücke einzureißen, um eine neue anzubieten. Und das ist so ein bisschen, funktioniert dann übers Lachen. Also das Lachen darüber ist eigentlich ein Angebot, lass uns einen anderen Weg nehmen. Lass uns eine andere Brücke irgendwie versuchen. Die hat nicht funktioniert, also zumindest für mich nicht. Und früher oder später dann auch für dich nicht. Das ist, so würde ich es auch beschreiben. Also das ist das schon mit dem Lachen. Ich finde, Lachen würde ich noch erweitern im Sinne von Unterhalten. Es muss irgendwie, unsere Chance ist ja mit dem, was wir machen, über Unterhaltung, alte, wichtigste Brecht-Zitat, über Unterhaltung an Inhalte ranzukommen. Und das Lachen oder unterhalten werden, macht erstmal locker im Hirn und macht aufnahmefähig, das ist immer ganz gut. Es muss aber dann natürlich weitergehen. Und das ist dann, glaube ich, das, worüber wir heute reden wollten. Also die Strategien der Kunst oder der Kultur gegen rechte Kultur sind die, wann sind die erschöpft oder wo kommt man dann weiter? Weil ich habe immer noch das Bedürfnis, auch was verändern zu wollen. Also ich sage es auch immer wieder, obwohl ich da ja auch immer angegriffen werde für und auch als kreuznaiv hingestellt werde. Wie kann ein über 50-Jähriger sagen, dass er mit Kunst noch was verändern will? Das war immer mein Impuls. Also ich habe aufgehört zu spielen, weil ich gemerkt habe, das reicht nicht. Ich befinde mich ständig in Inszenierungen wieder, die nicht mein Ding sind. Und Schauspieler sagen dann ja auch manchmal, 1:5 ist oder 1:9 ist es, eine gute, 9 schlechte Inszenierungen und die eine gut ist, aber so geil, deswegen mache ich den Job weiter. Das hat mir nicht gereicht. Ich habe dann meine eigenen schlechten oder guten Inszenierungen dann gemacht und so, aber bin dann zumindest mal bei mir selber besetzt und kann mir das Thema selber aussuchen. Und dieses Verändern heißt Impulse überarbeiten, in die Gesellschaft reingeben, die Leute dann zumindest irritieren oder vielleicht mal anders drüber nachdenken, über sowas, was du gerade beschrieben hast. Ne? Da kann man einen schönen Abend drüber machen und dann sitzt dann in Stuttgart, die kenne ich wirklich sehr gut alle, sitzen dann da drin und dann kommen sie vielleicht dann danach beim Kaffee doch auf die Idee, das stimmt vielleicht doch gar nicht eben, dass die Dreijährige im Kindergarten Masturbationsunterricht bekommen oder so. Ne? Und das kann schon dann dazu führen. Nur das Problem ist, und da kommen wir vielleicht mal über Probleme zu reden, was mir betrifft, und das wird uns auch immer vorgeworfen, das ist dir bei vier vorgeworfen worden, das ist bei mir bei Öderland vorgeworfen worden, wir infiltrieren Gemeinden, die wir gar nicht infiltrieren müssen. Also die wissen das eh alle schon, ja, wir erreichen zu wenige, wir haben nicht das Medium Film, wir haben das Medium Theater, die Zuschauerzahlen sind wirklich übersichtlich, auch bei guten, gut verkauften Vorstellungen mit langen Serien und wir kriegen nicht genug Impulse in Gesellschaft rein, um was machen zu können, ja, weil es einfach zu wenige sind. Wenn man jetzt vergleicht, jetzt so eine extrem erfolgreiche Geschichte, wie die bei Netflix läuft und so, das sind überhaupt keine Zuschauerzahlen, kein Vergleich. Ja, das ist, finde ich, ein großes Problem, was auch dazu führt, sich dann zu fragen, bringt es dann noch mit Rechten wirklich noch zu reden? Wenn man doch eh nur Linksliberale da sitzen hat, was soll ich denen jetzt den Kram da zeigen? Die schauern dann, erschauern dann, gehen gefröstelt aus dem Theater und danach gehen sie essen. Also, weil ich will ja an die gar nicht ran, ich will ja die anderen eigentlich rumdrehen. Ich möchte ja gerne, mit den anderen in Kontakt kommen und deswegen bin ich so ein bisschen weg von dem, mit diesen ganz Radikalen zu sprechen, sondern ich habe das Gefühl, da ist nichts mehr zu machen. Also die Leute, die ich bei Pegida kennengelernt habe, sind so 20%, mit denen ist echt nichts mehr zu machen. Also die kannst du nur noch bekämpfen. Also die sind so stur, so radikal und so beratungsresistent, auch resistent gegen Argumente, gegen Argumentation, dass man, glaube ich, sich auf die konzentrieren muss, die schwanken sind, die hin und her gehen, die nicht wirklich wissen, wo sie anzusiedeln sind, die eventuell auch von der anderen Seite verführbar sind. Und von denen gibt es in bestimmten Städten auch noch welche im Theaterpublikum, also in Dresden zum Beispiel. In Berlin wahrscheinlich weniger, aber in Dresden sitzen durchaus noch Leute im Publikum, die rechts sind, halbrechts sind, heute rechts sind, morgen
mal ein bisschen links, übermorgen wieder gar nichts, dann die so schwimmen. Ich habe immer mal über Dresden gesagt, es ist eine Stadt ohne Haltung. Und eine Stadt ohne Haltung hat halt viele Theaterzuschauer auch, die keine Haltung haben und an die man eventuell rankommen kann. Und die Frage bleibt dennoch für mich und ist eine, die mich immer mehr umtreibt, wie kann man mehr Leute erreichen mit dem, was wir machen können, was wir drauf haben? Wie kommen wir da an andere Leute ran? Müssen wir aus diesen Theatern rausgehen? Müssen wir woanders spielen? Also ist das irgendwie der Weg, einen anderen Ort zu suchen, um die Dinge, die wir machen, zu machen? Ich weiß es nicht. Also es ist eine Frage, die zu stellen ist und die, glaube ich, die wir irgendwie lösen müssen, weil es gibt die Gefahr, dass sich im gleichen Kreis Bewegens und in Aufklärungsbemühungen für Aufgeklärte. Das ist schwierig. Ganz kurz nur. Das ist aber etwas, wo ich, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil das in meiner Arbeit eigentlich gar nicht so der Anspruch ist. Das finde ich auch sehr interessant zu beobachten, dass es bei der eigentlich Mehrheit der Deutschen ein Anspruch ist, den anderen überzeugen zu wollen von seiner eigenen Haltung. Das finde ich ganz spannend. Ich finde es auch grenzwertig, auch manipulativ, aber es ist eben dahinter ist ja eigentlich auch eine Haltung und auch wirklich eine positive Absicht, ja, also weil man möchte irgendwie den Kurs mit korrigieren, mit gestalten, mit halten, ja. Was ich aber ganz, ganz interessant finde bei Falks Arbeit und deshalb war es für mich auch wirklich ein Flash mitzumachen. Was mir aufgefallen ist in Falks Stücken ist, dass er eins bricht. Er bricht Sehgewohnheiten. Er stellt Ensembles zusammen, die du so noch nie gesehen hast. Und das ist faszinierend. Also wenn ich daran denke, dass es wirklich Stücke gibt, das habe ich jetzt letztens gehört, dass es wohl ein Theater gibt, die ein Stück über eine albanische Familie gespielt haben und es war kein einziger Albaner dabei. Es ist schwierig und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Theater ausstirbt, weil am Ende des Tages wird da etwas reproduziert, was viel mehr über Kultur, was hat sehr viel mit Kultur zu tun, nicht viel mit Kunst zu tun, aber es ist eine Reproduktion von einem Selbstbild. Und wenn man das nicht erweitert, dadurch, dass man eben nicht sagt, ach, naja, wir haben nur schöne Schwarze, brauchen wir doch jetzt die nicht noch. Ja, sondern wirklich da rangeht und die Menschen als individuell, oder das ist mir tausendmal passiert, naja, einen Türken haben wir jetzt, brauchen wir jetzt nicht mehr. Also es ist, und ich glaube, genau diese Haltung bringt Theater dazu, mehr oder weniger natürlich nur noch für die wenigen Verbleibenden, die dieses Selbstbild auch brauchen. Und ich finde es total wichtig, dass du das, was du vertrittst, sexy machst. Ich finde das ganz wichtig. iPhone hat genauso funktioniert. Und ich glaube, wenn die uns chippen irgendwann, dann auch lassen, wir wollen das dann. Freiwillig. Oh, ist geil. Oh, toll, alle haben einen Chip. Jetzt können wir alle irgendwie, keine Ahnung. Und ich glaube, wir müssen uns mehr auf die Fahnen schreiben, unsere Teams zu stärken. Unsere Leute stark zu machen, uns nicht abzuarbeiten an etwas, was wir gar nicht in der Hand haben. Auch nicht mit Haltung oder mit Wunsch oder mit Wille. Das haben wir nicht in der Hand. Wir müssen lernen zu respektieren, dass jeder seine Haltung hat und auch für diese Haltung verantwortlich ist. Und auch für seine Wahl dieser Haltung verantwortlich ist. Genauso wie für die Interpretation. Also auch verantwortlich ist. Und das sehe ich eben auch gerade in den Massenmedien nicht wirklich. Da habe ich eben das Empfinden, die Verantwortung über Interpretationen werden überhaupt nicht übernommen. Gar nicht. Das ist dann so. Das ist, und ich glaube, das ist auch sehr interessant, dass sich das aufbricht über postfaktisch und Fake News. Auf einmal gibt es mehrere Wahrheiten. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation, als wir die noch vor 15 Jahren haben oder hatten. Also das ist, da fangen auf einmal an, Deutungshoheiten miteinander zu kämpfen und andere Interpretationen und Narrativen zu erstellen. Ja, das war jetzt, ist mir nur das so. Ich würde auch gern was zu Volker sagen. Ich würde einmal widersprechen. Also ich arbeite ja zum Beispiel hier in Berlin an der Berliner Schaubühne und da ist das Publikum nicht ausschließlich linksliberal. Da kommen auch irgendwie konservative Leute hin. Ich arbeite am Hamburger Schauspielhaus, da haben wir jetzt gerade zusammen von Jelinek am Königsweg gemacht. Das ist ein Stück, was sich genau mit Trump, Steve Bannon, der neuen Rechten, White Supremacy auseinandersetzt. Und wenn da passen 1200 Leute rein ins Hamburger Schauspielhaus, wenn die da alle sind und da sitzt die Hamburger Bürgerschaft, dann hat man tatsächlich also von so eher auch hipperen jungen Leuten zu Linken und dann so diesen in Hamburg ja eher konservativen SPDlern und aber auch CDU und AfD sitzen da drin. Und an der Schaubühne zum Beispiel war, und
ich glaube, jetzt wurde er hoffentlich rausgeschmissen. Der Peter Laue war ja im Vorsitz des Freundeskreises der Schaubühne, der hat ja die Klagen gegen mich vertreten. Also das ist sozusagen der absurde Zustand. Also das ist jemand, der die Schaubühne eigentlich unterstützt, aber mein Stück nicht, dagegen hat er geklagt. Also das ist ja nicht so, dass dann alle Leute sitzen und sagen, ja, der hat recht, also oder das ist aber toll, sondern das ist immer noch ein diverses Publikum. Also die Frage natürlich jetzt, ob Theater oder Netflix und so, klar, Netflix gucken mehr Leute, das weiß ich auch, aber gut, ich mache halt kein Netflix, ich mache jetzt eben Theater und da drin mache ich das, was ich kann und versuche das gut zu machen. Was ich glaube wichtig ist oder was mir mein Anliegen war bei Fear, außer dass ich natürlich eine gute Inszenierung machen wollte, war einmal auch selber in dem ganzen Rechercheprozess zu verstehen, was passiert da eigentlich gerade, weil 2014, 15 war das noch ein bisschen so im Untergrund, da so die neue Rechte, auch in Deutschland, die waren noch nicht so stark. Aber dann auch, sagen wir mal so, wie du das gerade gesagt hast, meine Leute, mein Team zu mobilisieren und zu sagen, Leute, passt auf, da kommt in den nächsten Jahren was auf uns zu und das müssen wir ernst nehmen. Wir können die nicht immer nur weglachen und sagen, haha, die reden ja so wie Nazis, die sind ja doof, sondern ja, die reden so wie Nazis und nein, die haben alle nicht aus der Geschichte gelernt. Es reicht nicht so, denen moralisch zu kommen, ja, habt ihr denn gar nichts aus der Geschichte gelernt? Nee, die haben nichts aus der Geschichte gelernt, weil die sich gar nicht damit auseinandergesetzt haben, weil die das vielleicht gar nicht wissen, beziehungsweise weil die das total anders denken. Wenn man sich genau anguckt, wie die denken, dann denken die, wir sind die Nazis, wir sind ja die Diktatur, wir sind ja die linksgrün versiffte Diktatur, wir haben ja die Lügenpresse, die den anderen diktiert, was sie denken sollen und das muss ja gestürzt werden. Also wir haben ja wirklich zwei unterschiedliche Denksysteme, die überhaupt nicht mehr miteinander kommunizieren, sondern die jetzt irgendwie gerade sich so kämpferisch aufeinander zubewegen. Gebe ich aber auch recht. Also ich meine, mein Wunsch ist natürlich auch immer, auch als Autor zu sagen, ich würde jetzt mal das Stück schreiben. Also das hatte ich, als ich fürs Gorki geschrieben habe, kurz bevor die Donald-Trump-Wahl war oder bevor die Bundestagswahl, hatte ich auch so gedacht, so, jetzt musst du mal was schreiben und dann wählt keiner die AfD. Aber das schafft man halt nicht so richtig. Also das muss man dann irgendwann auch erkennen, dass die Mittel echt begrenzt sind und man das nicht wirklich schafft. Also ich meine, ich arbeite seit 4 Jahren oder 5 Jahren mich jetzt ab an der neuen Rechten und sie werden immer stärker. Mach einfach jetzt Romeo und Julia demnächst. Aber wir werden ja auch immer wacher. So, also gleichzeitig, das finde ich auch noch ganz wichtig, es gibt ja noch ganz viele andere Themen, also heute ist das Thema neue Rechte, das ist auch wichtig, aber ich finde, es gibt andere Prozesse, die Gesellschaft durchlebt gerade so einen Cleansing-Prozess mit der MeToo-Kampagne, aber auch mit der MeToo, also TWO, also wo Migranten jetzt nach vorne kommen und sagen, was ist ihnen eigentlich passiert, was haben sie erlebt, also irgendwie werden die Themen Rassismus, Sexismus, Homophobie nochmal anders besprochen. Und ich finde, es wird immer klarer, jetzt komme ich mal zu dem nächsten Punkt, es wird immer klarer, wie radikal AfD und Kubitschek und die neue Rechte ist. Und jetzt komme ich als Künstler auch irgendwann an den Punkt, wo ich sage, naja, also jetzt brauche ich auch mal Hilfe von der Politik. Also ich finde, es ist so offensichtlich, dass wir eine Polizei haben, die von extrem Rechten und Radikalrechten unterwandert ist, wo unglaublich viele AfD-Sympathisanten oder AfD-Leute mitlaufen. Wir haben einen Verfassungsschutzpräsidenten, der offensichtlich Neurechter ist. Wir haben einen Innenminister, der Neurechter ist. Das heißt, jetzt muss irgendwie auch mal andere, also es reicht ja nicht zu sagen, ja, die Zivilbevölkerung braucht mehr Zivilcourage, sondern jetzt müssten auch mal die Leute, die die Macht dazu haben, sagen, so, das geht nicht. Wir müssen uns mal genau angucken, was ist da los mit dem Verfassungsschutz, der funktioniert nicht, das geht so nicht weiter. Was machen wir eigentlich mit der Polizei? Die greift nicht ein, wenn Nazis Geflüchtete oder ausländisch aussehende Menschen durch Chemnitz jagen, die macht da nichts. Und dann haben wir halt so diese Waschlappen da von der CDU, wie Herrn Kretschmer, der dann sagt, ja, da gibt es doch gar nicht Rechtsradikale bei uns und so. Also ich habe so das Gefühl, ich bin da jetzt allmählich, komme ich an so einen Punkt, also ich kann das immer wieder formulieren und auch irgendwie sagen und meine Wut darüber zum Ausdruck bringen, aber ich brauche da auch jetzt mal irgendwie CDU, SPD, die in der Regierung sitzen, die da mal handeln. Ja.
Ja, es ist, ja, mach mal den Moderator jetzt, weil im Sinne von, dass wir auf das Thema kommen, dass wir gesagt haben, sind reichen unsere Sachen, die wir am Theater machen, wir machen ja alle drei Theater, reicht das aus? Und das ist ja die Frage. Und wir machen ja, also da sitzen jetzt gerade drei Leute hier auf dem Podium, die wahrscheinlich zu denen gehören, zu den 5 bis 10, die am meisten machen, inhaltlich und formal, auch in Deutschland. Ich habe auch in Hamburg am Schauspielhaus eine Inszenierung gemacht, da habe ich einfach den Frevel begangen, Hartz-IV-Empfänger auf die Bühne zu stellen und habe die ihre Geschichten erzählt. Dann haben die am Schluss, Marasat war das, von Peter Weiß, einen Revolutionstext gesprochen, in dem wir einfach eine im Manager-Magazin offenstehende Ranking-Geschichte von den reichsten Hamburgerinnen und Hamburgern auf die Bühne gebracht. Das hat ausgereicht, dass die Senatorin um 16 Uhr den Intendanten anruft und weil sie von der öffentlichen Probe gehört hat, dass das da passiert ist, und wollte dem Intendanten verbieten, dass er abends zur Premiere diese Liste da von Hartz-IV-Empfängern sprechen lässt, was dazu geführt hat, dass der Intendant natürlich nicht doof sofort DPA angerufen hat, und dann war der Theaterskandal schon abends dann da, Senatorin versucht Stück abzusetzen und so weiter, hat extreme Debatten ausgelöst über Vermögensungleichheit bis in den Stadtrat in Hamburg rein und so. Das geht zwar alles, aber ich würde dir da wiederum auch widersprechen, es ist trotzdem nicht die Mehrheit, die sind natürlich, sitzen die da drin, die Konservativen, aber ich würde halt unheimlich gern, wenn ich auf so einem Pegida-Platz stehe, an die würde ich rankommen gerne mit Theater, und die gehen nicht ins Theater, niemals gehen die ins Theater, das sind die paar Konservativen, die wir rumkriegen können, aber bei dieser Inszenierung von mir, bei 4, die ich von dir an der Schaubühne gesehen habe, ist großes Einverständnis danach, die Leute klatschen alle. Ich finde es insofern gut, als dass wir uns da selber stärken und wir unser Umfeld und unser Milieu stärken, das finde ich total wichtig und das hat seine Berechtigung, aber ich frage mich, ob das reicht, und wenn du jetzt gerade sagst, wir brauchen Hilfe von der Politik, würde ich jetzt sagen, wieso arbeiten wir mit der Politik nicht mehr zusammen? Wieso gibt es da so viele Berührungspunkte von Künstlerinnen und Künstlern mit Politik? Es gibt ja eine Partei, die so gar kein so ein schlechtes Parteiprogramm hat. Da sind zwar ein paar merkwürdige Gestalten auch drin und das ist auch sehr merkwürdige Rituale haben die teilweise, und es ist auch nicht so sexy, wenn man sich so vieles so anguckt und so. Na, ist so, ganz einfach, das ist bei uns geiler im Theater. So. Warum arbeiten wir mit denen nicht mehr zusammen? Also ich bin halt einer der wenigen, die ab und zu mal mit der Linken was zusammen machen und werde auch bestraft dafür, ist klar, ich kriege weniger Arbeit, ganz eindeutig, ich kriege weniger Arbeit, deswegen wird mir auch direkt von Intendanten gesagt, würde ich gerne engagieren, aber du mit deinem ideologischen Kack da immer und so, wo meine Arbeiten gar nicht so sind, ja, so, aber egal, ist halt so, und warum tun wir uns da nicht mehr zusammen? Wir haben die Kraft und die Power und die Möglichkeit, Dinge inhaltlich voranzubringen, ich meine jetzt auch Bühnenbildnerinnen, Bühnenbildner, ich meine alle möglichen Leute, ja, und ihr habt die Möglichkeit, uns vielleicht Geld dafür zu geben, ihr habt die Netzwerke, ihr habt die Möglichkeit, Leute zu erreichen, und es kann doch nicht sein, dass die Linke bei diesen 10% rumhängt, jetzt streitet sie sich auch noch so, wird sich bald spalten, dann sind sie noch 2x5 oder so, aber das kann doch nicht sein, weil wenn du mit so vielen Leuten, auch in diesen sozialen Gruppen, in denen ich arbeite, außerhalb der Theater, da wo ich immer recherchiere, unterwegs bin, wenn ich mit Leuten spreche, die würden alle das unterschreiben, was in diesem im Parteiprogramm steht, und es müssten deutlich über 20% sein, und was sollen wir dann mit der SPD anfangen oder mit solchen, es gibt wahnsinnig viele junge Menschen, die relativ radikal sind, wie man in Chemnitz wieder gesehen hat, bei den 60.000, das waren im Schnitt ein Durchschnittsalter von 19 von den Leuten, die da waren. Ja? Der Mietenprotest hier in Berlin, 35.000 Leute auf der Straße, fast alles junge. Anti-AfD-Protest, fast alles junge Leute. Was wählen die? Wieso habt ihr nur 10%? Ja? Und jetzt wäre meine Frage, wie können wir da zusammen was machen? In den 30er Jahren war das völlig normal, in den Piscator-Zeiten, dass engagierte Theaterleute mit einer Partei, mit der KPD damals zusammengearbeitet haben. Jetzt gibt es diese komischen Berührungspunkte, das ist Ideologie, scheiß drauf, die Welt brennt, wir müssen was machen, wir müssen was zusammen machen, finde ich. Ja. Ja, vielleicht gut, kann ich eine Frage nur anhängen, weil die Frage ist ja auch ein bisschen, das teile ich natürlich alles, ist auch mein Interesse, ist aber ja jetzt auch eine gewachsene Trennung über viele Jahre, dass ich sage jetzt mal die Kulturlinke und die politische Linke ein fremdelndes Verhältnis zueinander haben, was sicherlich mit beiden Seiten zu tun hat, aber was ja Teil der Spaltung von Linken... Warum ist das so? Ja, meine Frage, ich darf ja die Fragen stellen. Darf ich ganz kurz eine Sache, nur damit das nicht falsch jetzt so hier hängen bleibt. Also ich meinte nicht, ich will Hilfe in dem Sinne, dass die mir helfen sollen, sondern ich meinte im Grunde, also die in der Regierung, die müssen zumindest ihrer grundsätzlichen Aufgabe nachkommen, dass die Polizei
gegen Rechtsradikale dann auch vorgeht, wenn die auf Leute einprügeln. Das meinte ich einfach damit. Also damit meine ich, das kann ich nicht mehr als Künstler über meine Stücke erreichen, sondern da geht es ja jetzt, mittlerweile sind wir auf einem Stand in Deutschland, wo also irgendwie ein jüdisches Restaurant überfallen wird und Juden rausgebrüllt wird, da kann ich dann noch so viel irgendwie in Berlin oder in Hamburg irgendwie auf der Bühne machen, aber da muss dann einfach der tatsächlich mal der Staat eingreifen. Und da ist im Moment nun mal leider an der Regierung eben CDU, CSU mit der SPD. Also und das heißt aber trotzdem, dass sie da was machen müssen. Die können sich da nicht aus der Verantwortung stehlen und immer sagen, ach so, nee, das gibt's bei uns gar nicht. Das hat gar nicht stattgefunden, das ist ein Fake-Video. Also so irgendwie. Und das machen sie ja jetzt gerade. Sie drängen das Problem ja, indem sie sagen, das findet nicht statt. Gut, das andere, ich bin, ja, also klar, nur sozusagen, sagen wir so, ich tue, also bei mir ist es halt so, ne, also von wegen mit Rechten reden, die reden ja mit mir auf ihre Weise, also ich bin viermal von ihnen verklagt worden, die Identitäre Bewegung hat mich besucht bei meiner Inszenierung, die haben meine Inszenierung sozusagen stürmen wollen, da sind wir von der Antifa dann verteidigt worden, auch ein interessanter Fall, die Identitäre Bewegung hatte irgendwie klar gesagt, sie kommen zu vier, sie nehmen das Ding auseinander. Intendant hat bei der Polizei angerufen und die haben gesagt, ja, wenn die kommen, dann wählt halt 110. Und dann hat die sozusagen, die Antifa hat irgendwie das mitbekommen und die haben dann 30 Leute um die Schaubühne rum gehabt und wir hatten dann noch zwei Personenschützer im Saal mit migrantischem Hintergrund, den ich erst mal erklären musste, was das überhaupt jetzt ist, die Identitäre Bewegung, und was die wollen. Daraufhin haben die dann die Polizei angerufen und gesagt, da sind 30 Antifa-Leute um die Schaubühne rum, und da sind die dann gekommen. Und zwar gleich mit so drei Wannen. Und das war für mich auch nochmal so ein Schlüsselerlebnis, das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre her, aber dann habe ich es verstanden, ah ja, also die Polizei kommt nicht, wenn die Rechten dich bedrohen, aber wenn du sagst, da sind Antifa vor der Tür, dann kommen die gleich im, also das ist irre. Ja, das ist wirklich ein guter Tipp. Also wenn man von Rechten bedroht wird, muss man sagen, aber die Antifa. Genau, da ist ja der Punkt. Was ich so beobachte, ist, dass ein absolutes Rumlavieren ist. Ja, man möchte nichts definieren. Und deshalb glaubt man immer noch, Rassismus sei eine Meinung. Das glaubt wirklich die Mehrheit. Die glauben, das ist eine persönliche Meinung, das ist eine persönliche Haltung. Nein, ist es nicht. Das ist geschichtlich gewachsen und hat ganz, ganz viel mit Kolonialismus zu tun. Und solange wir dieses Selbstbild, dieses koloniale Selbstbild nicht aufarbeiten und Rassismus anfangen zu definieren, wirklich zu definieren, wird es dafür gar keine Lösung geben, weil wir gar nicht wissen, worüber überhaupt. Es gibt ja gar kein klares Bild. Frag mal jemanden, wann Integration aufhört. Wird der dir nicht beantworten können. Aber wenn Integration ein Prozess sein soll, der anfängt, der ja dann auch irgendwann mal aufhören muss, um dann inkludiert zu sein, dann müssen wir doch irgendwie definieren, wann Integration aufhört, damit der andere Inklusionsprozess stattfinden kann. Auch das tun wir nicht. Und da sind die Migranten jetzt an einem Punkt, wo sie sagen, nee, das hat mir jetzt 60 Jahre angeguckt, ihr verarscht uns hier. Und das ist wirklich so das Gefühl. Ihr seid doch schlau angeblich. Ihr könnt alles definieren. Ihr habt Gesetze gegen Tomaten. Und ihr schafft es nicht, Rassismus zu definieren. Was denn daran jetzt Hochkultur? Also verstehen wir nicht. Also das ist wirklich nicht, ja, weil das sind so ganz simple, einfache Dinge. Also natürlich, wenn Nazi muss dann halt zum Idiotentest, wie mit dem Führerschein. Ja, tut mir leid. Da muss erstmal geguckt werden, was ist denn da falsch. Ja. Also da muss es ja eine Form geben, das in irgendeiner Weise abzuholen. Wird es aber nicht. Es wird alles so laufen gelassen. Es gibt nichts, was das irgendwie, man macht mal ein bisschen Antirassismus-Projekte, ja, gut, haben wir was gemacht, ja. Aber sich damit wirklich mal richtig auseinanderzusetzen, auch über das eigene Selbstbild, auch über die eigene Geschichte, die nicht bei Hitler angefangen hat. Das ist ja auch so ein Gefühl. Also es gibt echt Schüler, die sagen dir, wenn du fragst, wer hat die Mauer gebaut? Hitler. Ja, es ist weil es überhaupt gar keine, wo ist der Rest? Ja, und das... Ja, die kommen dann irgendwann mal aus Namibia zu uns. Ja, aber da können wir ganz konkret was machen in den Kulturinstitutionen, in den Theatern. Ja. Also sprich Maxim Gorki Theater, ne, wo du arbeitest und so. Also da ist richtig das Beispiel dafür da. Wir haben ja auch jetzt die letzten, seit dem Zweiten Weltkrieg immer nur Parteien dran an der Regierung, die uns erzählen, wir sind keine Einwanderungsgesellschaft. Wir sind aber schon eine Einwanderungsgesellschaft, also mehr oder weniger seit den 50er Jahren, als die ersten Gastarbeiterinnen, Gastarbeiter kamen und so. Seitdem sind wir Einwanderungsgesellschaft.
Gesellschaft. Wer in Berlin lebt, weiß es eh, weiß auch, dass es funktioniert, dass es Spaß macht, dass es die Qualität dieser Stadt ausmacht. Und das ist an den Theatern eben nicht so, ne, in der Besetzung. Also an den Garderoben ist es so unten. Ne? Da ist es so, wie ein Schnitt in der Bevölkerung ist. Auf der Bühne ist es nicht so. Bei den Künstlerinnen Künstlern in der Leitung ist es auch nicht so. Und da können wir radikal neue Dinge beginnen. Ich habe in Stuttgart am Staatstheater 2007 Medea gemacht, habe 17 türkische Frauen als Hauptrolle besetzt, die Hauptrolle gespielt haben, und habe danach dann ein Stück gemacht, Wut von dieser Film Wut, habe den umgesetzt und habe da auch 18, 19 Kids mit migrantischem Hintergrund von der Straße in der Hauptrolle besetzt. Und da war das dann so, dass die Leute danach protestiert haben, weil sie gesagt haben, das ist also ein klassisches, sehr, sehr aufgeklärtes und gutes Publikum. Also Stuttgarter haben echt ein super Theaterpublikum, weil sie auch sehr interessantes Theater gewohnt sind über die vielen Jahre und auch sehr auf Theater stehen. Und die haben sich da beschwert und haben gesagt, sie möchten das da so in ihrem Theater auch nicht sehen und so viel haben von denen. Und dann haben wir auch noch im Zuschauerraum gespielt alle, weil wir haben alles im Zuschauerraum gespielt, auf den Lehnen, auf den Stühlen, damit die besonders nahe kommen. Und das war sehr unangenehm, was dann da auf einen einprasselte. Andererseits war es auch schön, weil man Begabungen auf einmal erkannt hat. Also Kids, die vorher Drogen vertickt haben, waren zwei super Begabungen da. Einen haben wir dann an die Schauspielschule in Stuttgart, die staatliche, vermittelt. Da war auch ein großer Widerstand erst. Der hat jetzt eine Hauptrolle im Tatort auch gespielt und so. Also er macht richtig Karriere gerade. Aber guck mal, jetzt sagst du ja genau das, was ich auch wichtig finde. Wir können es machen. Ja? Nein, ich meine, dass du, das ist ja nicht so, dass das Theaterpublikum so total also einförmig ist, sondern du hast da ja ganz viele Konservative und oder auch du, es, was ich, das kann man manchmal gar nicht im parteipolitischen Spektrum einordnen, wenn Leute rassistisch oder homophob sind. Das hat nichts mit einer Parteizugehörigkeit zu tun, unbedingt. Also es gibt eine klar größere Wachheit bei den Linken, würde ich mal sagen. Aber ich will damit sagen, es ist nicht so, dass wenn du am Theater arbeitest, dass du grundsätzlich immer alle Leute auf deiner Seite hast mit dem, was du machst. Vor allem, das hören wir doch immer wieder, also genau was du gerade sagst, ja, muss das sein? Ich meine auch hier als Reaktion auf das Gorki-Theater, das ja nun wirklich ein anderes Ensemble hat, das ist das Maxim-Gorki-Theater hier, die haben ein, sagen wir mal, postmigrantisches Ensemble. Dann kam das Berliner Ensemble, was jetzt gerade wieder vor einem Jahr neu besetzt wurde, mit einem komplett arischen Ensemble. Und da hat der Tagesspiegel geschrieben, so mutig muss man mal sein, dass man sich mal wieder traut, nur gute Schauspieler zu besetzen. Und da habe ich gedacht, das ist genau diese Art von sozusagen so subkutanem Rassismus, der immer da ist, dass sozusagen dann einfach behauptet wird, naja, die am Gorki, die werden ja besetzt, weil sie Türken und Serben und Afrikaner sind, aber die Weißen werden natürlich besetzt, weil sie gute Schauspieler sind. Und das geht nicht so leicht weg aus den Köpfen. Ne? Und du hast recht. Du hast recht. Also das macht auch Mut, dass du so argumentierst, weil ich will da vielleicht dann auch zu viel, weil ich dann diese Dumpfbacken alle sehe, von denen ich vielleicht auch zu viele kennengelernt habe inzwischen und möchte die dann irgendwie alle rumdrehen in missionarischem Eifer, dass die alle dann, aber es gibt ja auch so Teile der Linken, die das ja gerade versuchen, die alle wieder zurückzuholen und so. Aber es ist was nicht gelingen wird, was auch, glaube ich, sinnlos ist, aber es ist ein anderes Thema. Schauen, wer da wen zieht. Aber die Sache ist die, da habt ihr recht, ist in unseren Institutionen ist dieser Rassismus nach wie vor verankert, wenn einer von diesen Schauspielern, von diesen beiden Begabten, die ich da in Stuttgart in meiner Produktion drin hatte, sich hier an der größten Schauspielschule bewirbt und dann in die Endrunde kommt und gesagt bekommt, er wird nicht genommen, weil er eine zu mediterrane Ausstrahlung hat, dann ist es eine krasse Aussage für einen jungen Schauspieler, der wirklich begabt ist und hätte Karriere machen können, und man wird heute an Schauspielschulen, an staatlichen, immer noch konfrontiert mit so Aussagen wie, du kannst den Hamlet nicht spielen, ein Schwarzer kann nicht Hamlet spielen oder eine Frau kann nicht Hamlet spielen. Also man müsste das, und das können wir machen, radikal brechen, dieses Ding, und da rede ich mit mir selber gerade auch, muss ich auch mit mir selber da ins Gericht gehen, weil ich das auch jetzt verändern möchte dahingehend, dass man auf Stücke, wenn man ein klassisches Stück macht, komplett vorurteilsfrei drauf guckt, man guckt sich an, welche Leute sind im Ensemble, völlig wurscht, wie grün, gelb, schwarz, männlich oder weiblich sind oder trans, oder ist völlig wurscht, welche Leute können am besten in diesem Stück zusammenkommen, wo sind die besten Energien, und die werden alle besetzt, völlig egal, welches Geschlecht, welche Hautfarbe. Das ist so eine Sache, die können wir vorantreiben. Die Möglichkeit haben wir als Regisseurinnen und Regisseure in den Ensembles, solche Punkte zu setzen. Also da können wir deutlich weitergehen, als wir das bisher gemacht haben.
Also meine Frage wäre noch mal ganz kurz zurück zu den Spaltungen zwischen den verschiedenen linken Akteuren und der Kultur und der Politik. Du hast ja jetzt selber auch noch mal beschrieben, dass das Standpunkt einnehmen, Volker, eher dazu führt, dass man Arbeit verliert. Ich weiß nicht, ob das alle eure Erfahrung ist, aber die Frage ist ja schon, wie kann man auch innerhalb dieser Institutionen etwas anderes sichtbar machen, was jetzt nicht nur, ich sage mal, die politische Problemlage adressiert, sondern auch die Gegenkräfte und darin auch, also mir geht es gar nicht darum, dass alle diese Partei, es freut mich natürlich immer, aber stärkt, aber es geht ja auch insgesamt darum, die Gegenkräfte stark zu machen, auf denen ja überhaupt nur, ich meine, die 10% haben ja auch ein bisschen damit zu tun, wie die Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft sind. Das ist ja nicht nur ein Kommunikationsproblem, sondern das ist ja eine reale, sozusagen, das zeigt ja auch was, wie es so ist. Ich glaube, dass es besser sein könnte. Das heißt nicht, dass es nicht aufwärts gehen könnte, aber es zeigt zumindest was auch über die Organisierung der Gegenkräfte. So, solange man nebeneinander und getrennt und sozusagen in verschiedenen Feldern sozusagen nicht zusammenkommt, wird es schwierig, das zu bündeln zu mehr. Und die Frage ist ja, wie können wir an verschiedenen Punkten diese Gegenkräfte stärken oder wie könnte das aus dem Theater heraus in den Theaterinstitutionen selber verschoben werden, aber auch rausgehen und neue Verbindungen schaffen? Also ich glaube, einmal, das passiert ja über die Arbeit. Also jetzt, ich würde einmal noch so einen Schritt zurück machen, wenn ich darf, zu was Grundsätzlicherem. Also ich kann das nur für meine Arbeit jetzt wiederum beschreiben. Also meine Sprache als Theaterkünstler, als Autor, als Schriftsteller, die ist einfach ein bisschen anders natürlich als die Sprache der Politik. Also das ist so. Also man kommt dann ins Theater, dann gibt es da irgendwie vielleicht Live-Musik und Tänzer und Schauspieler und dann noch Video und dann ist es aber auch nicht immer so, dass einem jetzt direkt gesagt wird, was man zu tun hat. Also das ist eben anders als eine Brandrede oder so. Das wäre vielleicht gute Politik auch. Wie bitte? Das wäre bei guter Politik vielleicht auch so. Ja, also ich finde, es gibt ja tolle Reden auch ab und zu im Bundestag hier. Der Kollege Michel Brandt, finde ich, hat wahnsinnig tolle Reden zum Teil schon gehalten. Aber so direkt zum Beispiel geht es gar nicht. Ne? Oder wäre auch seltsam dann auf dem Theater, weil man dann auf dem Theater gar nicht unbedingt mitgehen würde, sondern dann würde man sich das ja angucken. Also durch die Rahmung guckt man ja auch immer drauf. Das ist dann irgendwie nochmal so anders. Das darf man nicht vergessen. Also es ist, ich will damit eigentlich nur sagen, vielleicht sehe ich es auch ein bisschen anders als du, ich weiß es nicht. Also ich sehe das so, das gibt Berührungspunkte und es gibt, also klar, immer Momente, wo man auch sagen kann, so, das will ich jetzt eigentlich mal zeigen, das ist meine Haltung, die zeigt, oder, aber es gibt nicht so den Moment, das macht ihr jetzt, ne? Oder das müssen wir machen oder so, also so direkt jedenfalls nicht. Das andere ist, ja, wie sieht das dann aus, also wie kann der Schritt aussehen? Also ich glaube, Volker Lösch ist jetzt eigentlich, finde ich, schon ein Beispiel dafür, also mehr als, also viel mehr als andere, der ja dann, also ich meine, der stellt sich ja dann hin und hält Reden und führt da den Demonstrationszug und so. Er ist aber auch Schauspieler, ne? Also er kann das, glaube ich, auch. Also das kann auch nicht jeder Regisseur, also muss man dazu sagen. Das ist ja auch eine Frage einer Persönlichkeit, wer stellt sich denn da hin und spricht da irgendwie vor 1000 Leuten und hält dann so eine Rede. Zum Beispiel sind meine Texte zu komplex. Also wenn ich mich da irgendwie auf dem Alexanderplatz irgendwie hinstellen würde und die sozusagen da in die Masse pfeffern würde, dann würden die wahrscheinlich sagen, was redet der Alte da? Oder so, ich weiß nicht genau. Ne? Also so, die gehen so ein bisschen Umwege, aber die kommen dann im Theater, treffen die dann. Und die Leute gehen auch anders aus meinen Stücken raus. Aber das funktioniert eben nicht unbedingt bei einer Demo. So. Und hier Idel als Gillette, finde ich, macht ja nun so wirklich, also da habe ich auch immer das Gefühl, sie arbeitet mit den Leuten ganz direkt. Also ich war ja auch bei vielen Veranstaltungen, auch manchmal bei, wo Idel mit 50 Leuten in einem Raum sitzt und mit denen dann irgendwie spricht. Und das passiert ja so, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, hat manchmal das Gefühl, sie nimmt so das ganze Gift und dann dreht sie das so ein paar Mal rum und dann kommt so Licht am Ende raus, sodass man irgendwie sieht, ja, so könnte es statt nur Hass und gegen Hass können wir auch mal irgendwie woanders landen. So, ne? So empfinde ich das im ganz direkten Gespräch. Und du bist, also ich meine, Idel und ich sind jetzt ein... Ja. Warte, ich gebe es dir gleich weiter. Es geht nur zusammen. Es geht nicht nur Migranten und nur Deutsche. Das funktioniert nicht. Nee, das, was weiß. Du beschreibst, funktioniert nur, wenn wir das zusammen machen. Ja. Also,
Ich gebe dir sofort das Mikro. Ich wollte einen Gedanken noch einwerfen, weil ich glaube, wenn wir über das Verhältnis von Kultur und Politik sprechen, dann kommt Politik oft ja als Reden halten vor. Und ich glaube, auch darum wird es ja gehen, sozusagen zu fragen, was ist denn Politik anderes? Also ich finde die Rede auch super von Michel, aber wir müssen ja, das ist ja nur sozusagen also das, was oben sozusagen im Fernsehen ankommt. Aber die Prozesse, die wir begleiten müssen oder anleiten müssen oder denen wir auf die Welt helfen wollen, die haben ja auch viel damit zu tun, wo finden sich Leute, wo organisieren sich Leute, wo finden Leute eine Sprache und werden aktiv und organisieren sich gerne auch in der Partei, aber auch sozusagen als Selbstorganisierung und als sozusagen, dass sie sich selber erfahren als jemand, der was repräsentiert, der was tun kann, der Einfluss nimmt. Und da scheint mir eigentlich eine Möglichkeit zu sein. Da gibt es also in meinen Arbeiten auf jeden Fall einen Schnittpunkt, weil ich finde, was gute Politik dann macht, ist, wenn sie diejenigen, die schwach sind, unterstützt, unten an der Basis arbeitet. Also das hat nichts mit Reden halten zu tun, sondern das hat was damit zu tun, Initiativen zu stärken, die keine Power haben zum Beispiel. Und das ist etwas, was mit meinen Arbeiten so ist. Das war immer ein Impuls für mich, Leuten, die keine Stimme haben, denen eine Stimme zu geben auf der Bühne, ihnen den Raum zu ermöglichen. Wenn ich es die Odyssee von Homer mache, habe ich sie eben inszeniert mit 6 bio-deutschen Schauspielern, absichtlich bio-deutsche gesucht, was ist ein blödes Wort, ja, und eben 6 Sinti- und Roma-Darstellerinnen und habe das mit denen zusammen gemacht, ja, um den Adorno-Aufsatz umzusetzen, der beschrieben hat, das ist natürlich ein Quatsch, zu sagen, die Odyssee, da kommt ein Mann nach Hause und dann haut er die anderen weg und dann ist er mit seiner Frau zu Ende, sondern das ist eigentlich die Reise des bürgerlichen Subjekts zu sich selber, des westeuropäischen bürgerlichen Subjektes, was sich konstituiert über die Vernichtung der anderen, das ist die Odyssee. Und da haben eben Sinti und Roma den einen Part gespielt und gab natürlich Überschneidungen und die Biodeutschen den anderen. Und dann lernst du auch erstmal kennen, Sinti und Roma haben gar keine Strukturen, um Schauspieler auszubilden. Du lernst auf einmal eine Kultur komplett neu kennen, der du aber auch dann einen Raum auf einer Bühne geben kannst. Und dann gibt es Öffentlichkeit über Presse und so weiter. Das ist eine Sache, die man machen kann. Und da in diesem Bereich, an dieser Schnittstelle, da können wir zusammenarbeiten. Da bin ich mir, und wo wir auch zusammenarbeiten können, das, was ich an deinen Arbeiten so schätze, weshalb ich das so mag, ist, dass das alles, was du machst, nie aus dem Kontext heraus ist, dessen, dass du innerhalb eines Systems etwas beschreibst und du über Neoliberalismuskritik in deinen Stücken, in deinen Texten, wofür man dich ja auch hasst von einer bestimmten Seite und mich auch hasst dafür, dass immer wieder Neoliberalismus benannt wird und Strukturen immer kenntlich gemacht werden, ein System beschrieben wird. Nicht direkt eins zu eins, ist aber immer da, über die Art und Weise, wie geredet wird, ne? Und weil du einfach auch ein politisches Wissen hast und dir das immer, glaube ich, ein Anliegen war, Figuren oder Menschen auf die Bühne zu bringen, die durch dieses System gehen, in diesem System leben und das verinnerlicht haben auf eine Art und Weise. Und das ist als Systemkritik immer mit drin. Und natürlich müssen wir im Theater versuchen, die Leute nicht zu belehren. Da haben wir auch selber keinen Bock drauf. Wir gehen ja auch nicht ins Theater und wollen uns von oben sagen lassen, was Sache ist. Aber wir können einfach nur Dialektik darstellen, so wie auch bei dem Pflegetribunal. Wir haben natürlich versucht, die Gegenseite stark zu machen. Das macht keinen Sinn, ein Theaterstück zu machen, wo wir den Leuten sagen, das Gesundheitssystem ist scheiße. A, wissen es eh alle, dass es scheiße ist. Und B, ist es dann doch viel interessanter, wie argumentiert denn die Gegenseite, weil wir haben es ja noch. Alle finden es scheiße, das Gesundheitssystem, aber wir haben es noch. Also, warum ist die Gegenseite so stark? Welche Argumente haben die? Und die haben wir natürlich dann besonders stark gemacht, die Argumente. Und ich sag dir, wenn wir das in Zehlendorf spielen, dieses Stück, wird es anders ausgehen als hier. Ja? Also ich sage es jetzt mal aus einer ganz anderen Perspektive, ja, weil ich mache ja auch noch viel mit Internet und mit Videos. Und ich kann nur eine Sache sagen, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, Klickzahlen sind eine Macht. Die sind nicht zu unterschätzen. Und eigentlich bräuchten wir sowas wie politische Influencer, die sich auch gerade entwickeln. Aus der Kabarettszene heraus entwickelt sich da gerade was. Also es gibt ganz viele, die irgendwie unter Bento, Moritz Neumeier zum Beispiel, der da einfach mal nur seine Meinung, seine Gedanken äußert. Und davon gibt es jetzt wirklich einige mittlerweile. Die sprießen auch gerade wie Pilze aus den Böden. Und das ist auch notwendig, das brauchen wir, weil das ist natürlich auch ein Teil, wenn wir uns jetzt verbinden wollen, zum Beispiel über einen Link. Dann lese ich Sarah Wagenknecht, lehnt es ab, den Vorschlag für Antirassismus zu unterschreiben, dann sagt, na, dann steh doch schön alleine auf. Ja, dann mach es doch bitte. Ja, mach ich nicht mit. So, und poste ich auch nicht. Jetzt like ich dich auch nicht mehr. Nur, dass du weißt. So, und so funktioniert's. Ja, und da müssen wir eben gucken, wie wir das machen. Natürlich merkt man so, die Linke, es gibt zwei Linke. Es gibt einmal die Linke im Bundestag,
Die hat aber nichts mit der Linken, die hier so ist, zu tun. Ja? Also das ist mir schon mal aufgefallen. Das ist, da geht es natürlich darum, irgendwie Klickzahlen, Vote, ne, Wählerstimmen zu kommen. Und dann merkst du richtig, ich stelle mir richtig vor, wie Sarah da sitzt und denkt, na, was mache ich denn jetzt, Kanaken oder Ossis? Aber Ossis sind mehr, das ist eigentlich eine Chance mehr, dass ich da noch mehr Stimmen raushole. Kanaken noch nicht so viele. Ach, die sind ja auch mal, naja, da kann man vielleicht mit da, das kenne ich ja auch. Ja? Also das ist mir ja auch bekannt. Ja, also so, und da ist ja eben die Frage, wo ich sag's wirklich so, wie ich es denke. Ne? Ich stelle mir das echt davor, wie sie überlegt, von wem kriegt mehr Stimmen. Und dann, ja, also es bleibt aber auch irgendwie hängen. Und auch da reicht es nicht, nur eine geile Rede im Bundestag zu halten, sondern auch da muss man irgendwie echt Eier beweisen können, auch im Bundestag. Und auch irgendwie sagen, ey, wir haben hier was vor, das größer ist als Migrant und Ostdeutsch. Ja, das ist das, was um uns herum passiert und diese Angriffe und diese Attacken, ist auch größer als Migrant und Ostdeutsch. Also, und ich glaube, da muss irgendwas passieren, weil mittlerweile sieht es wirklich so aus, als ob ja, die Politik im Bundestag Verwaltung betreibt, Verwaltung von Wirtschaftswünschen. Und so kriegst du die Leute nicht mehr. Das auch, also das, so sehe ich das. Ja, alles gut. Gut, also natürlich ist es so, dass wir jetzt am Theater, also was heißt wir am Theater, das ist ja doch dann immer jedes Theater eben leider immer, oder ist eben auch anders, und es gibt Theaterleute, die interessieren sich auch wirklich nicht für, die sagen das auch, das wird eher, da hast du ja recht, also es wird auch immer so behandelt, dass das eher was Schlechtes ist, sich mit Tagespolitik auseinanderzusetzen, das wird immer so ein bisschen abfällig, ja, der schreibt da irgendwie über, so, also das ist, es gibt immer noch diesen Mythos, dass man sich so mit universellen Themen und zeitlos und für die Ewigkeit, also ich kriege das dann auch manchmal so diese absurde Frage dann, ja, ist denn das Stück aber dann in 30 Jahren noch interessant? Ich weiß überhaupt nicht, was hier in 30 Jahren sein wird, ob wir dann überhaupt noch hier leben können. Also, ne, so, das ist gar nicht, ich schreibe, also dafür, das ist so, aber wie auch immer, was wir trotzdem ja an vielen Häusern, an denen ich arbeite, was auch gemacht wird, es gibt ja dann zusätzlich zu den Theaterveranstaltungen dann auch Diskussionen oder man versucht irgendwie, natürlich rauszukommen aus dem Theater. Man versucht irgendwie nochmal andere Leute reinzuholen, das auch zu diskutieren, irgendwie ein Forum zu schaffen oder, man arbeitet dann mit jungen Leuten über ein Thema, was irgendwie assoziiert mit dem Projekt zu tun hat. Also das ist ja auch so, dass die Theater schon eine Arbeit machen, die nach draußen geht und das ist im Gewissen, das ist eine politische Arbeit, das ist eine gesellschaftspolitische Arbeit, wo darum geht es ja auch, ne? Also dass man irgendwie auch, dass die Leute auch nochmal eine andere Chance haben, eigentlich sich mit politischen oder gesellschaftspolitisch relevanten Themen auseinanderzusetzen, auf eine andere Weise, als es jetzt in der Talkshow oder im Fernsehen oder in der Zeitung die Möglichkeit ist. Also sinnlicher oder irgendwie ganzheitlicher sozusagen. Und habe ich als Theater auch den Anspruch, und das haben dann nicht so viele, ich arbeite an extrem vielen Theatern in Deutschland und in der Schweiz und Österreich gearbeitet und habe den Eindruck, dass es eben an ganz vielen Theatern nicht so das Bedürfnis von der Leitung ist, diesen Ort zu öffnen für Debatten, die in der Stadt laufen. Also da wird oft immer noch mit Kunst, mit diesem Kunstbegriff Abgrenzung betrieben, auch auf Druck von Abonnenten natürlich, die dann auch sagen, das ist mein Theater, ich zahle Steuern dafür und dass ihr da vernünftig da was macht und so. Da würde ich dir auch widersprechen, das Theater stirbt überhaupt nicht, aus dem Gegenteil. Und weißt du was überleben wird? Die Oper wird überleben. Also wenn das Theater ausstirbt, wird die Oper als letzte repräsentative Kunst überleben mit 200 € Eintrittskarten auf jeden Platz und so, weil die 10% reichen sich das als Veranstaltung kaufen werden. Das Ganze. Ja, Oper ja? Wird ganz sicher Oper bleiben, wird am Ende ich. Übrig nee, bleiben und ich glaube, da sind alle tot, die Oper steht noch und singt. Ja? Die Oper, da wird bis zum Schluss für Höchstgagen gesungen und die Leute sitzen mit dreistelligen Eintrittspreisen, die sie zahlen für die Karten, sitzen sie auf dem Ding. So, genau. Subventioniert muss gar nicht, zahlen die auch so. Ist wohl egal. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, da können wir auch als Künstlerinnen und Künstler darauf einwirken, dass wir darauf bestehen, dass diese Orte im Zentrum einer Stadt oft angelegt, heißen auch Stadttheater, die heißen ja nicht irgendwie Peripherietheater oder so, es heißt ja Stadttheater und dass man da dann auch aufmacht und dann auch Veranstaltungen macht, die im Umfeld von Inszenierungen laufen, die dann junge Leute im besten Fall, auch ältere Leute dazu bringen, abends zu sagen, gehe ich jetzt ins Kino oder gehe ich ins Theater, gar nicht, weil ich da was gucken will, sondern weil es einfach so geil ist da, weil da die entsprechenden Leute sind, weil die Diskurse da stattfinden, weil da die Themen einer Stadt bearbeitet werden und da sind viele, viele Theater, finde ich, total weit von entfernt, auch der Mut zum Beispiel, sich dann
dann zu bestimmten Auseinandersetzungen, die in der Stadt sind, zu verhalten, indem man mal ein Plakat raushängt und sagt, ich bin gegen den Abbau von den und den Arbeitsplätzen als Theater. Das war früher eine Selbstverständlichkeit in den 90er Jahren. Da heißt es jetzt, nee, wir dürfen nicht. Und wieso nicht? Das ist doch ein Theater und da kannst du doch ein Plakat raushängen, da kannst du irgendwie dich bekennen zu etwas oder in Chemnitz am Stadttheater oder jetzt. Und da ist doch ganz klar, dass ich mich da verhalte als Theater, wenn etwas so zugespitzt passiert, wie jetzt gerade da. Und dass ich dann aufgrund dessen auch dann da Leute ziehe und dass das dann eher immer linksliberal ist und nicht rechts, ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit. Also das kann ja kein Steuerzahler, keine Steuerzahlerin von einem Theater erwarten, dass es sich rechts positioniert. Ja? Könnte vielleicht noch kommen, weil die AfD, die AfD hat es ja so. Ich habe es gerade gestern gelesen, die haben Wilhelm Tell inszeniert jetzt gerade da. AfD-nahe Leute haben einen Wilhelm Tell organisiert und inszeniert mit historischen Kostümen und im Sinne des Kulturbegriffes der AfD. Und es sind gepilgert aus Österreich, Schweiz, ausverkauft, 800 Zuschauer, aus ganz sind die dahin gepilgert. Ich glaube, es war, was für ein Zufall, in Sachsen. Und hat da stattgefunden und sie haben ganz viele Veranstaltungsorte nicht gefunden, haben dann aber doch einen gefunden und so. Und das steht ja auch da drin, das ist in meinem nächsten Arbeit, die ich für Dresden mache, da hast du komplett recht, man kann die nicht mehr spielen, die AfDler, man kann sie auch nicht mehr zuspitzen, deswegen gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter, wir schreiben eine Dystopie, was wäre, wenn die AfD 51% hat und sie alleine an der Macht sind. Wir lesen gerade diese ganzen Parteiprogramme, gucken vor allen Dingen, was dazwischen steht, zwischen den Zeilen von denen und gucken mal, wie sieht das denn dann aus? Wie sieht eine Gesellschaft aus, in der die AfD 51% hat, in der sie auch nicht koalieren muss, in der sie alle machen können, was sie wollen? Wie sieht es dann aus? Da versuchen wir gerade einen Stoff, ein Stück zu schreiben darüber. Könnte natürlich sein, dass es nach hinten losgeht, dass wir danach dann eine Werbeveranstaltung für die AfD geschrieben haben. Das wird es nicht passieren, aber dass man danach dann sagt, ja, das wollen wir. Genau das wollen wir. Ja. Okay, jetzt sage ich mal was ist wirklich jetzt nur so ein Gedanke, der mir eingefallen ist. Vielleicht ist es ja genau das Problem. Vielleicht brauchen wir ein rechtes Theater. Vielleicht bräuchten wir eins, wo die da in ihrer Nische sich austoben können. Ja, das ist die Frage nur, wie weit geht es? Weil ich habe die lieber im Theater als im Bundestag, ganz ehrlich. Also, ich muss es ja nicht gut finden, aber zumindest kann man sagen, hier, bitteschön, hier hast du dein National, jetzt quatsch mich nicht voll, weißt du? So, und deshalb sage ich ja, ist es vielleicht auch diese Form von, ich meine, nun kann sich, ich, also jetzt aus meiner Perspektive, ja, die ist jetzt die Migrantenperspektive, du hast den Eindruck, das Land kann sich nicht entscheiden, wollen wir jetzt oder wollen wir jetzt nicht. So einen Eindruck macht das. Also man hat so das Gefühl, na, irgendwie ist es immer auch, weil es gefährlich wird, es ist so eine Unentschlossenheit da. Also keiner weiß so richtig, na, wollen wir es vielleicht nicht doch nochmal machen oder, und das finde ich irgendwie komisch. Also entweder, ich meine, was ja passiert ist, ist, dass das Ganze unter den Tisch gekehrt wurde. Und deshalb kommt die ganze Verfassungsscheiße jetzt natürlich, Verfassungsschutzkram, fliegt uns jetzt um die Ohren. Weil das ist doch aber schon seit 30, 40 Jahren da. Das ist doch nicht seit gestern, das ist doch nicht seit der AfD. Und das ist ja eben die Frage. Wir haben das wirklich nicht hingekriegt, irgendwie einen Raum zu schaffen, in dem wir das verhandeln können. Haben wir nicht hingekriegt. Aus Angst vor... ja, wieder kommt die alte Brühe wieder hoch und na, wir wollen doch jetzt auch mal was Neues machen, da muss man auch mal was Neues anfangen und nicht immer vom Alten reden. Irgendwie haben wir uns da aber echt verrannt. Also ich bin jetzt kein Rechtsversteher. Ich versuche nur rauszufinden, was wäre die Möglichkeit, überhaupt da erstmal einen Raum zu schaffen, der nicht gleich heißt, dass ich nach Kanada auswandern muss. Also ich glaube, eine Sache müssen wir ganz, ganz kurz vielleicht mal machen, weil wir das bei auf unterschiedliche Art und Weise in unseren Projekten machen. Wir beschreiben, dein Stück hieß ja so, vier Ängste, soziale Ängste und vor allen Dingen Abstiegsängste. Und das ist das, worauf ich in allen Gesprächen, die ich führe, immer wieder stoße. Und das nimmt extrem zu seit den letzten 10 Jahren. Und das hat etwas mit einem System zu tun, in dem wir uns eingerichtet haben und in dem wir leben und in dem die Parteien, die jetzt gerade dran sind, versuchen, durch kleine Korrekturen Besserung zu erzeugen, was meiner Meinung nach nicht funktioniert wird. Und das ist unsere Aufgabe, diese Strukturen zu zeigen, die Destruktivität dieser Strukturen in unseren Arbeiten aufzuzeigen und zu zeigen, was macht das mit diesen Menschen? Weil ich kann es extrem konkret belegen anhand von Interviews, die ich mit Rechten in Dresden 2001 geführt habe und die ich jetzt wieder führe. Damals war derselbe Hass da wie heute, aber heute ist es umgeleitet worden und geht gegen jemand anderen. Aber der Hass ist derselbe, dieses
Angst zu haben, was den Kindern widerfährt, wie die eigene Zukunft gestaltet werden kann, Angst vor Abstieg. Und es sind halt eben nicht nur Leute, die kein Geld haben, sondern es sind eben auch Leute, die ein Fitnessstudio haben, was läuft, und die Leute, die Kohle haben, die zwei Autos haben. Und trotzdem haben sie extreme Existenzängste, auch für ihre Kinder. Und wenn wir das System nicht verändern dahingehend, dass es den Menschen sozial besser geht und diese Existenzängste, diese kollektiven Existenzängste in Bezug auf ganz konkretes Überleben abgebaut werden, dann wird auch dieses Rechte nicht zurückgehen, dann wird das Rechte immer weiter Platz finden, weil die Erklärungsmuster haben dafür, den Leuten zu sagen, deswegen ist es so, weil euch die Geflüchteten die Wohnungen wegnehmen und den Arbeitsplatz wegnehmen. Und es ist besonders traurig, dass jetzt Linke auch noch so argumentieren, anstatt das getrennt voneinander zu behandeln, weil man muss es getrennt voneinander behandeln, auch als Ziel. Und es ist einfach jetzt unser Job, das so zu machen, weil es ist ja keine Krankheit, die ausgebrochen ist, sondern es ist ja belegbar und beschreibbar, warum die Rechten immer mehr werden und warum das immer salonfähiger wird und warum auch immer mehr konservative Leute mit diesen Vorbildern, die wir jetzt haben, die Falk genannt hat, immer mehr das sagen, was sie einfach vorher nur gewagt haben zu denken. Es gab hin und wieder mal Leute, die im Publikum sich gemeldet haben. Sollen wir mal so drei Fragen reinziehen und dann eine neue Runde machen? Du mit dem Hut hattest dich gemeldet. Sarah auch? Machst du das? Das wird schon. Ich war nochmal. Also ich wurde ab und zu immer so ein bisschen sehr emotional, weil ich das Gefühl habe, wir reden nicht darüber, was wir dagegen tun können oder was wir für linke Politik tun können, sondern, ist vielleicht jetzt extrem wenig so ausdrückt, aber ich habe jetzt wahnsinnig viele Namen wieder von den AfD-Leuten gehört, ganz viele Meinungen von den Rechten und so. Und das passiert, finde ich, immer, ist voll interessant, das schleicht sich immer ein. Also die Rechten schleichen sich in Diskussionen gegen sie ein und man gibt ihnen Plattformen, man lacht über sie, was total wichtig ist. Aber ich möchte nicht mehr über sie lachen. Und sie sind halt so, dass sie zum Beispiel schon anfangen, Kunst zu machen. Also sie, keine Ahnung, machen uns auch nach, so wie die Identitären am Burgtheater und so. Und ich finde es total gefährlich. Und ich finde es total gefährlich, weiter über sie zu lachen. Und ich möchte so gern was tun. Also, und das heißt ja hier Strategien dagegen oder so, habe ich zumindest das so gelesen. Also, was machen wir konkret? Was können wir jetzt planen? Und wie können wir dann schauen, dass wir es verändern? Das habe ich mich auch gestern gefragt, weil ich habe ja gestern mit Schrecken festgestellt, dass ich hier... Also, Entschuldigung. Sag da. Ah, okay, Fragen sammeln. Okay. Nee, genau, ich wollte da jetzt gerade nochmal anknüpfen, was Sie gerade gesagt haben, weil da gab es ja schon auch so ansatzweise vielleicht so ein paar Vorschläge, also wie jetzt zum Beispiel Politik und Kultur, Kunst, Theater, was auch immer man da jetzt darunter hat, ist ja noch mehr, auch Musik wahrscheinlich. Also ich weiß jetzt nicht, aus welchen Bereichen jetzt alle Leute hier so vertreten sind. Ich komme eher aus dem Bildenden Kunstbereich, bin aber jetzt auch seit kurzer Zeit irgendwie in einer Partei Die Linke am Start. Und ich frage mich halt auch, wie man da halt konkret praktisch irgendwie was tun kann. Und ich glaube, dass es halt mega wichtig ist, andere Räume zu suchen, weil die Welt hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren auch mega rasant verändert. Wir werden die ganze Zeit zugeballert mit Informationen und es ist mega schwer, sich halt überhaupt noch irgendwie auf die eigene Arbeit zu konzentrieren. Also so nehme ich das halt jedenfalls wahr. Super schwierig, wenn man noch gleichzeitig versucht, ne, sich auch mit super vielen historischen Dingen dann auseinanderzusetzen, die halt auch wichtig sind, um es halt zu verstehen und reflektieren zu können und um dann darüber nachzudenken, wie man ja da halt vorgeht. Und ich glaube, dass es halt vielleicht irgendwie genau solche Räume geben muss. Also Räume, wo sich Menschen aus unterschiedlichen Milieus treffen können und wo... warte mal, ich habe gerade irgendwie keine Luft. Ich muss einmal kurz so... Menschen aus unterschiedlichen Milieus, aus Parteien, die vorher vielleicht noch gar nicht politisch sich irgendwie engagiert haben, sich irgendwie treffen können und irgendwie in Austausch kommen können. Und ja, wie man da auch unterschiedliche Ansätze aus dem Theater, aus der bildenden Kunst, also wir haben jetzt zum Beispiel auch einen ganz anderen Austausch, viel mehr an der Praxis orientiert. Ne, so. Aber ich glaube, dass es halt ein ganz großes Potenzial hat, wenn man zum Beispiel auch Facebook oder sowas mitdenkt, ne, dass man halt einfach durch bestimmte Formate halt einfach auch viel, viel mehr Menschen erreicht, die man vorher vielleicht gar nicht erreicht hat. Und ja, aber ja, wie das konkret aussehen kann, ich glaube, da muss man dann irgendwie zusammenkommen und halt wirklich anfangen, Konzepte zu entwerfen und die halt trotzdem offen sind, finde ich, weil ich finde, es muss um Selbstbestimmung gehen. Ich finde,
es geht nicht, dass man anderen Leuten eine Meinung überstülpt, dass man jemanden überzeugen will von seiner eigenen Meinung. Ich glaube, das darf nicht irgendwie, also ich finde, das muss auch ein Selbstverständnis von der Linken oder von der linken Bewegung irgendwie sein, dass jeder wirklich eigenständig, dass sich ne, durch seine Praxis irgendwie, ja, sich da irgendwie rantasten muss und ja, das ist das, was ich gerade dazu denke. Ja, bevor ich es vergesse, nur wirklich zwei Sätze. Also ich sage ganz ehrlich, die Idee, die ich habe, wäre eigentlich eine sehr viel konsequentere. Also entweder wir machen mal das, was die selber fordern, abschieben, wäre eine Möglichkeit. Oder eben wirtschaftliche Sanktionen ist eine andere Möglichkeit. Und vor allen Dingen auch festhalten, was eben nicht geht, weil es Grundgesetz und verfassungsfeindlich ist. Also kann ja nicht sein, dass ich hier rumrenne und alle Grundgesetz und verfassungsfeindliche Dinge von mir gebe, tue, handle, maßen, dies, das, und da überhaupt keine Konsequenz ist. Null Konsequenz, clean, klappi, ja, Özil, gibt doch gar keinen Rassismus. Ja, nee, wie sieht ja nicht Rassismus? Also es gibt keine Konsequenz. Solange es keine Konsequenz gibt, können wir hier labern bis in die Steinzeit, Schwester. Ich mein's ernst. Es muss Konsequenzen geben. Und zwar auf dem rechtlichen Weg, auf dem politischen Weg und nicht mit hier und ja, noch ein Konzept. Nix ist, Alter. Grundgesetzfeindlich, Strafe, 100.000, schön, geh absitzen oder geh in den Knast oder keine Ahnung. Das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal muss man homöopathisch versuchen, daran zu gehen. Und muss dann das mal machen, was sie selber gerne hätten. Für andere. So, und das ist der Punkt. Na, entweder auf dem Rechtsweg, wir müssen Sammelklagen machen. Wir müssen Anwälte bezahlen können, die sich für Verfassungsschutz und Grundgesetzrechte einsetzen und das versuchen, vor Gericht zu bringen. Was haben wir denn für eine andere Wahl? Also es muss anzeigbar sein. Wenn da einer steht, so ein Gauland, und irgendwas erzählt von Kameltreiber oder, keine Ahnung, der hat ja noch viel schlimmere Sachen gesagt, das muss eine Konsequenz haben und nicht irgendwie nur Gericht, naja, dann ist es doch Meinungsfreiheit. Also das ist irgendwie, man muss doch den Kontext betrachten, der Kontext, in dem das stattfindet. Und der Kontext ist ja nicht eine Meinungsfreiheit in dem Sinne. Rechts ist keine Meinung. Ich würde sagen, konservativ ist eine Meinung. Ja, aber doch nicht rechts. Nee, ich denke, man muss das noch struktureller machen. Noch struktureller. Es ist auch nur eine Idee. Verstehst du, was ich meine? Es ist ja nicht so, dass ich das ausgearbeitet habe. Ich sage, man muss härter ran. Nicht immer diese ganze... Ja, aber das machen wir doch unnütz nichts. Härter. Warte mal ganz kurz. Wenn ihr reinruft, wird das insofern schwierig, als es ja versucht wird aufzunehmen und dann kommt das nur als so Gewuschel rüber. Deshalb lasst uns einfach, wir haben ja keinen Zeitdruck eigentlich, deshalb lasst uns einfach hintereinander. Mir geht es ja so wie dir, weißt du? Es ist nur so halt, sag ich auch. Sorry. Es gibt eine Meldung hier und dann da. Dann nehmen wir die zwei Meldungen noch und dann machen wir mal eine Runde hier oben und dann geht es weiter. Bin ich jetzt dran, oder? Also genau, ich finde zwei Aspekte wichtig. Einmal halt den Aspekt des Angriffs und da bin ich halt auch großer Fan von Gillette Aishe, weil ich finde, man, also ganz oft, wenn die Sachen, die auf YouTube sind oder so, da habe ich immer das Gefühl, oh, das ist genau das, was ich fühle oder sagen hätte wollen, aber total zugespitzt. Also Angriff, Analyse, was ist die jetzige Lage und eine klare Antwort darauf. Und dann der zweite Aspekt, was ist unser Gesellschaftsbild? Also offenes, vielfältiges, demokratische Gesellschaft wollen wir diesem rechten, autoritären, rassistischen Scheiß entgegenstellen. Wie schaffen wir das am besten? Mit welchen Erzählungen, mit welchen Narrativen? Wie kommen wir da einfach vorwärts? Und da, also ich bin auch in der Partei aktiv und auch in antirassistischen Bewegungen und so weiter. Und ja, seit Jahren, Jahrzehnten sind wir an diesen Themen dran, aber ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie noch nicht geschafft, auch nicht auf der Diskursebene irgendwie zu intervenieren und zu sagen, das ist ein Gesellschaftsmodell, das wollen wir und dafür irgendwie sozusagen genug Leute zu mobilisieren. Und was gibt es da noch für neue Konzepte oder, naja gut, das ist eine schwierige Frage, aber vielleicht könnt ihr noch mal sagen, wie wir sozusagen von der Reaktion in die Aktion kommen, wie wir sozusagen unser Gesellschaftsmodell promoten und an die Frau und an den Mann und an die Leute bringen können. So. Ja, ich habe keine Ahnung vom Theater und von Inszenierungen. Ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal im Theater war. Ich mache aber seit 30 Jahren Antifa-Politik im ländlichen Bereich in Niedersachsen
Und ich möchte nur kurz ein paar Punkte antippen. Also ich denke, dass Theaterstücke, die sozialkritisch orientiert sind, dass die das Publikum bestärken, die ohnehin in diese Richtung denken, die auch genau in diese Theaterstücke gehen. Und ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, dass man damit Menschen irgendwie beeinflussen oder überzeugen kann, die eigentlich eine konträre Auffassung haben. Ich bin es eigentlich auch leid, diese Debatte, die vor kurzem aufgekommen ist, mit rechten Reden, ja oder nein. Ich habe da, weil ich auch in der Gruppe aktiv bin, die heißt MIDEA, Menschlichkeit ist die einzige Alternative. Wir haben eigentlich so diese Utopie der politisch-kulturellen Hegemonie und das erreichen wir nicht, indem wir uns mit irgendwelchen AfD-Sympathisanten absabbeln und da unsere ganze Zeit und Energie im Grunde verschwenden, sondern wir arbeiten im ländlichen Bereich ganz gezielt daran, die vielen Menschen, die ja emotional gegen den Rechtsruck eingestellt sind und gegen die AfD eingestellt sind, die erstens mit fundierten Informationen zu versorgen durch Infoveranstaltungen. Wir haben das Glück, dass es bei uns in der Region die Recherche Nordgruppe gibt, die eine fantastische Recherchearbeit über die rechte Szene macht. Und ein Schlüsselerlebnis war für mich, als ich mit einer Kollegin aus der Recherchegruppe in einem kleinen Ort in Niedersachsen, katholisch-konservativ geprägt, eine Veranstaltung gemacht habe zum Thema rechter Rand der AfD. Da haben wir also über die Reichsbürger, die Antisemiten, Kubitschek, Höcke und diesen ganzen rechten Krempel eine Veranstaltung gemacht und die Reaktion einer gut besuchten Veranstaltung war, dass viele Leute nicht nur mit offenem Mund und erschrocken da saßen, sondern nach der Veranstaltung gesagt haben, wir müssen selber konkret was unternehmen. Und daraus ist eben eine Gruppe entstanden, die im ländlichen Bereich seitdem aktiv ist. Wir machen durchaus auch provokante, ich sag mal für die Öffentlichkeit provokante Aktionen. Wir planen zum Beispiel am sogenannten Volkstrauertag am 11. November eine öffentliche Veranstaltung zu machen, auf der wir die Namen der 200 Todesopfer, die es seit 1990 in Deutschland gegeben hat, also ich finde diese Fokussierung auf diese NSU-Geschichte auch insofern problematisch. Man muss daran erinnern, dass es wesentlich mehr Todesopfer gegeben hat und das sind an die 200. Wenn wir in einem kleinen Ort Sieger auf dem Marktplatz, wenn wir eine Veranstaltung machen und diese Namen auch vorlesen, worauf ich hinaus will, wir müssen versuchen, wesentlich mehr Menschen zu organisieren in kleinen Gruppen. Meine Utopie, das als letztes, ist ähnlich wie damals in der Anti-AKW-Bewegung, dass es auch im ländlichen Bereich in kleinen Orten Menschen gibt, die sich persönlich aktiv nicht nur qualifizieren und informieren, sondern eben auch in die Öffentlichkeit treten. Und da denke ich, dass Theatergruppen, nenne ich sie mal, eine ganz wichtige Unterstützungsfunktion auch haben können, solche Initiativen zu unterstützen. Also im Grunde raus aus dem Theater und konkrete Zusammenarbeit mit Gruppen, also in den großen Städten gibt es Engagement, aber auf dem Lande, da mangelt es vielfach und genau da wird es auch gebraucht. Wollt ihr einsteigen? Ich meine, das sind ja ähnliche Fragen immer wieder. Was könnten die Strategien sein, um tatsächlich aktiv zu werden? Was muss passieren im Theater und über das Theater hinaus? Und ich glaube, Volker hat eine Liste. Also ich mache es ganz kurz. Ich habe mir natürlich darüber Gedanken gemacht, weil ich auch gelesen habe, worum es hier geht. Strategien könnten sein. Also das Erste haben Sie schon gesagt, haben Sie völlig recht. Es ist sehr wichtig, andere Narrative müssen in der Kultur benannt werden. Das heißt, andere Erzählungen, andere Visionen von einer Gesellschaft, wie wollen wir leben? Da habe ich in Bonn am Schauspiel letztes Spiel so einen Abend gemacht zum Beispiel, wie wollen wir leben, Recht auf Stadt und so weiter. Wie wollen wir in dieser Stadt leben, ganz konkret. Und da stehen dann 100 Bürgerinnen und Bürger auf der Bühne am Schluss und formulieren das dann auch ganz konkret. Hat Auswirkungen dann auch auf die Bewegung in der Stadt gehabt. Das Zweite ist weiterhin den Kontakt suchen, glaube ich, sich auch weiterhin in Gefahr geben und mit denen reden, auch wenn man
in persönliche Gefahr gerät, also was so Morddrohungen betrifft und so Sachen betrifft. Aber ich glaube, dass die investigative Vorarbeit nach wie vor Bestandteil sein muss von dem, dass man zumindest an die rankommt, die noch nicht komplett nach ganz rechts außen abgedriftet sind. Finde ich nach wie vor einen wichtigen Punkt. Ein dritter Punkt ist, dass wir, was ich auch vorhin sagte, Strukturen in der Kultur, in der Kunst kenntlich machen. Das heißt also Mut machen über die Beschreibung von Strukturen, dass Gemeinschaft gestiftet wird, also dass eine Gruppe immer größer wird, die sich gegen etwas wendet. Und das finde ich wichtig, zu sagen, ich bin nicht nur, ich akzeptiere nicht alles, tut mir leid. Also menschenfeindliche Haltungen möchte ich nicht akzeptieren, die möchte ich bekämpfen. Und da können wir im Theater oder in der Kultur grundsätzlich die Gemeinschaft stärken, einfach, dass es mehr werden, die das tun. Dann gibt es die Möglichkeit, das heißt Energien umzuleiten, das heißt im besten Falle Hassenergien in Protestenergien umzuleiten. Auch das ist möglich, indem man im Umfeld von Theatern eben arbeitet, was Falk auch eben sagte, mit Jugendlichen viel tut, mit da arbeitet. Ein fünfter Punkt ist eben der, was ich vorhin beschrieben habe, Marginalisierten eine Stimme zu geben. Das heißt also Räume zu eröffnen für Menschen, die sonst nicht reden dürfen und auch keine Vertretung haben in der Gesellschaft. Das kann Theater leisten, auf der Bühne ganz konkret machen. Sechster Punkt ist, extreme Diskurse zu erzeugen über starke Provokationen, also die man absichtlich setzt. Ich fand es zum Beispiel sehr interessant, Herrn Höcke ein Holocaust-Mahnmal vor die Wohnung zu bauen, um dann Diskurse zu erzeugen danach, die weit über diesen Event hinausgehen, ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel das, was dieser Kollege gemacht hat, der die Busse aufgestellt hat in Dresden, die Aleppo-Busse auf den Kopf gestellt hat, die auch vom Brandenburger Tor standen. Ist eine ziemlich gute Aktion gewesen, die extrem viel in Dresden ausgelöst hat. Ist eine Möglichkeit. Das andere würde ich Ihnen zusprechen, in die Provinz gehen, zu den Leuten hingehen. Stadttheater sind oft in den großen Städten mit viel Geld ausgestattet. Theater ist oft und Kultur in der Provinz sozial isoliert. Das heißt, die Grundversorgung an der Peripherie leisten, ganz konkret, wie Sie eben gerade formuliert haben, aus den großen Staats- und Stadttheatern rausgehen, in die Provinz reingehen. Da gibt es zum Beispiel super Projekte in Sachsen in Klassen, in Schulklassen, die gemacht werden, wo Schauspielerinnen und Schauspieler ganz konkret in die Provinz, in Schulklassen reingehen und dort Stücke spielen, Einzelperformances machen, dialogische Sachen machen und da sehr, sehr viel erreichen, weil sie teilweise vor Schülern und Lehrern sitzen, die von bestimmten Dingen noch nie was gehört haben, geschweige denn, dass die mal jemanden mit migrantischem Hintergrund gesehen haben oder überhaupt wissen, wie es da ist, weil die zum Beispiel Angst haben, hat mein Kollege vor kurzem erzählt, nach Berlin zu fahren, weil da diese Horden rumlaufen, die einen sofort überfallen, aufessen, vergewaltigen oder was auch immer. Ja, so. Dann achter Punkt, Präsenz auf der Straße, durch Kultur gestiftet. Es gab eine Demo, glänzende Protestdemo hieß die, im Umfeld dieser AfD-Proteste, kam aus dem Kulturbereich, wurde von Kulturleuten gestiftet und hat zu einem tausendfachen Auftritt geführt. Das kann man auch in anderen Städten machen, kann von der Kultur ausgehen. Wir haben Netzwerke, die ganz gut sind und können solche Sachen stiften, also ganz konkret den Protest auf der Straße vergrößern. Das neunte ist, haben wir auch drüber gesprochen, als Künstler sich mehr politisch engagieren. Das heißt, Kunst allein funktioniert nicht. Also Berührungsängste zu politisch professionell Aktiven abbauen und die Angst vor Vereinnahmung, vor Künstler haben immer Angst vor Individualitätsverlust, die ablegen und einfach die Individualität einbringen in die künstlerischen Prozesse. Zehnter Punkt, Prominente einsetzen, mehr Prominente gegen Rechts gewinnen. Es gibt im Kunstbereich extrem viel Prominente, die sich neutral verhalten. Da können wir dran arbeiten, wir arbeiten mit denen teilweise auf der Bühne, dass wir einfach mehr haben, die einfach mehr sich in der Öffentlichkeit äußern, mehr was sagen, ganz konkret, weil ganz, ganz viele Menschen hören darauf, was Til Schweiger sagt, ja, egal was er sagt, gucken ja auch diese komischen Filme an von ihm, und dann finde ich, sollte man diesen Menschen mehr dazu bringen, das zu sagen, was sie meistens ja auch denken, einfach an die Verantwortung auch von Prominenten appellieren, die sich künstlerisch und politisch mehr betätigen müssten. Weitermachen finde ich einen wichtigen Punkt, Punkt 11, also keine Kunstverweigerung, nicht in den Streik gehen. Es gab so einen Art-Strike mal in den USA, finde ich völlig falsch, sowas zu machen. Als Trump inauguriert wurde, gab es einen Art-Strike, finde ich nicht richtig. Ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Man müsste einfach noch mehr Art machen, noch offensiver vorgehen. Finde ich, es muss mehr Kunst geben, es muss mehr offene Räume geschaffen werden für Kunst und deswegen muss es mehr Geld geben für Kunst. Also in den Zeiten des Sparens und der schwarzen Null, dieser Quatsch mit der schwarzen Null, müssen wir eigentlich mehr Geld fordern. Wir müssen mehr Geld fordern, eine andere Verteilung für Gelder und dann können auch mehr Leute sich in diesem Bereich
engagieren, sich einbringen in den Bereich. Und ich glaube, dass dieses, die Geduld und die Hartnäckigkeit, die wir haben müssen, letztlich dazu führen kann, dass Kunst und dass Kultur letztlich einen Mentalitätswandel herbeiführen kann. Und ja, ich glaube, es waren jetzt 12 Punkte so, gibt vielleicht noch mehr, aber ich glaube, man kann da einiges machen. Ja, danke, lieber Volker. Ich würde der Linken raten, Volker Lösch aufzustellen. Was meinst du? Naja, da musst du dann mal irgendwie ein bisschen von deinen großen Gagen runterkommen. Gut, also ich komme jetzt mal sozusagen mit was anderem, weil Volker jetzt sehr viel abgedeckt hat. Und zwar, ich antworte trotzdem auf eine Frage, und zwar nämlich, welche Gesellschaft wollen wir? Und die drückt sich ja auch aus in der Arbeit, die wir machen. Also jetzt rede ich mal wieder über die künstlerische Arbeit. Das heißt, mit welchen Leuten arbeite ich eigentlich in was für Umständen? Also zum Beispiel ist das so in meinen Arbeiten, sind es also die sogenannten Bio-Deutschen, wir geben diesen Begriff sehr bald auf, hoffe ich, viele Deutsche mit Migrationshintergrund, aber auch Menschen, die irgendwie gar keine Deutschen sind und auch nicht vorhaben, es zu werden, die aber trotzdem in Berlin leben, heterosexuelle, queere Menschen, Männer, Frauen zusammen. Also damit will ich sagen, in meinen Stücken gibt es erstmal ein sehr, sehr diverses Ensemble. Und das ist vielleicht für Leute, die jetzt hier sitzen, irgendwie erstmal normal oder denken sich, ja klar, das muss ja auch so sein, aber das ist eben nicht so normalerweise am Theater. Das ist dann so, dass das schon eine enorme Ausnahme wäre, dass mal im Stück jemand mitspielt, der türkisch aussieht zum Beispiel. Und das ist jetzt einmal in den Arbeiten, die ich mache, sehr anders. Und zwar deshalb, weil ich das auch wichtig finde, und einmal interessiert es mich auch, aber ich finde das auch wirklich wichtig, eben genau eine offene Gesellschaft, auch in diesem Kleinen, weil das Theater ist ja auch eben also ein Ort, in dem sozial überhaupt erstmal experimentiert werden kann oder Sachen ausprobiert werden kann oder in dem man eben auch, wenn man in der Öffentlichkeit steht als Künstler, ein Gesellschaftsbild zeigt. Also das heißt in Vier zum Beispiel, das war auch gar nicht, also unterschwellig war das ja auch nicht unwichtig, waren Deutsch-Afrikaner dabei, ein Deutscher, dessen Eltern aus Südamerika kommen, dann ein Amerikaner, dann eine Frau, die wirklich gebrochen Deutsch spricht, weil sie gerade erst hierher gekommen ist und dann eben Leute, die so Schulze und Strauß und Stiegler hießen, so, aber die eben zusammen. Das finde ich zum einen wichtig und da ist es dann auch wichtig, was kreiert man eigentlich für eine Arbeitsweise oder einen Umgang miteinander. Also erstmal muss so ein Zusammenarbeiten ja dann von totalem Respekt getragen werden. Das heißt, es können trotzdem natürlich irgendwelche Vorurteile irgendwie hochkommen oder die können irgendwie durchbrechen und dann müssen die aber auch ausgesprochen werden, dann müssen die diskutiert werden, dann müssen die irgendwie wahrgenommen werden. Sie dürfen nicht irgendwie so unter der Oberfläche brodeln. Also das ist jetzt nichts, was man so im Bundestag oder irgendwie so als Forderung stellen kann. Ich will nur damit sagen, es geht auch immer bei jedem natürlich, aber auch bei jedem Künstler um die konkrete Praxis. Also was machen wir denn eigentlich? Also gibt es irgendwie in dem Umfeld, in dem wir arbeiten, Rassismus oder Sexismus und wie gehen wir damit um? Und als Regisseur schaffe ich ja immer auch einen Ausschnitt von Gesellschaft für einen bestimmten Zeitraum. Also für 2-3 Monate arbeite ich eben mit einer Gruppe von Menschen zusammen und da setze ich ja dann bestimmte Normen. Wie gehen wir miteinander um? Wie ist das hierarchisch geordnet oder geregelt? So, wer ist überhaupt dabei? Und letztlich, denke ich, sollte das auch in jeder Partei der Fall sein oder in jeder Gruppe, die in irgendeiner Weise auch politisch aktiv wird. Also was sind da eigentlich für Leute drin? Ich weiß gar nicht, wie das in der Linken aussieht. Also wie divers die Linke ist zum Beispiel, aber das wäre mal interessant zu gucken, also oder wie Podiumsdiskussionen, wie divers die dann bei der Linken besetzt werden. Also ich finde, solche Fragen sind nicht unwichtig, zumindest erstmal. Und dann, das geht jetzt eigentlich gegen das Thema, aber ich sage das trotzdem, das ist für mich als Künstler auch wichtig und ich glaube, das hat ein bisschen was mit dem zu tun, was die
was du vorhin gesagt hast, glaube ich, also ich muss auch immer wieder gucken, weil ich empfinde das manchmal so, dass die neue Rechte auch sowas ist wie so ein schwarzes Loch, was alles anzieht und dann nur noch das einzige Thema bleibt und die sind so laut und die nerven und immer wird über die geredet und deren Themen sind immer nur die Themen, die in Talkshows behandelt werden und ich muss auch immer wieder sozusagen gucken, so ein bisschen so ein Cleansing machen und gucken, was sind eigentlich andere Themen, die sie noch wichtig sind, also zum Beispiel natürlich die Frage, wie wollen wir denn eigentlich leben, jetzt mal unabhängig von dem, was die neue Rechte sagt, aber die Klimakatastrophe ist ein enorm wichtiges Thema, die Zerstörung der Natur, der Artenvielfalt ist ein enorm wichtiges Thema, es gibt tausende Themen, Bildung und ich muss die gar nicht alle aufzählen, nur es gibt auch für einen Künstler nochmal andere Themen als nur die neue Rechte, so, also die ist wichtig und die ist eine enorme Bedrohung. Sie ist allerdings auch eine Herausforderung. Man kann das auch wirklich so als Herausforderung sehen, weil sie uns ja die ganze Zeit fragen, wollt ihr denn euer System oder seid ihr alle total müde? Also wollt ihr jetzt die Demokratie oder nicht? Oder was für eine Demokratie wollt ihr eigentlich? Also sie rütteln ja letztlich uns auch im gewissen Sinne wach, um uns zu formulieren. Wir müssen uns ja dauernd gegen sie formulieren. Das ist mal was Positives sozusagen. Aber das andere, das wollte ich nur sagen. Also ich muss auch immer wieder gucken. Also ich kann jetzt mal so ganz banal gesagt, ich kann nicht immer nur Theater über Gauland machen, ja, also es geht nicht. Ich muss irgendwie auch nochmal andere Sachen machen. So, ja. Naja, gut, ich habe ja dazu eine bisschen andere Haltung. Also ich finde, wir müssen definitiv mehr auf dem Rechtsweg auch machen. Das ist absolut notwendig. Ich verstehe nicht, warum das Wort Rasse im Artikel 3, Absatz 3 ist im Grundgesetz, verstehe ich nicht. 2018 ist mir unklar. Das sind Dinge, die müssen verändert werden. Also zum Beispiel diese, uns auch noch mehr an das Grundgesetz daran zu orientieren, zu gucken, sagen, was passiert hier eigentlich und wie ist das mit dem Grundgesetz im Einklang? Ich gebe ein kleines Beispiel. Schulen, Empfehlung für weiterführende Schulbildung in Berlin verbindlich. Ja, also das kannst du dir dann nicht aussuchen, steht absolut im Gegensatz zu Chancengleichheit. Und da wird dann eben das alte System immer noch weitergeführt und weitergeführt. Und wenn wir da strukturell nicht rangehen, dann können wir ganz viel machen, aber am Ende des Tages ist die Struktur, die uns die Form gibt. Und das sind Dinge, die kann die Politik durchaus machen. Zum Beispiel Empfehlungen für weiterführende Schulbildung nach Leistung zu vergeben und nicht nach Herkunft ihres Standes, ob es ein Arbeiterkind ist oder ob es irgendwie ein Akademikerkind ist. Also das ist ja echt eine Diskussion und ich glaube, deshalb bin ich so verzweifelt. Ja? Es ist schon viel Verzweiflung auch in mir, ich gebe es zu, weil ich diese Diskussion schon seit 10 Jahren führe. Und du hast das Gefühl, Dicker, ja, wir sitzen hier und jetzt nochmal quatschen und nochmal, ja, ändert sich eh nichts, was soll ich denn jetzt sagen? Ja, wir kämpfen für dich, ja, ja, für gut. Aber es muss an der Struktur sich was ändern. Und das ist wirklich existenziell. Und da ist die Frage, das ist natürlich richtig, das weiß ich auch nicht, wie kann man das machen? Macht man das über eben Verfahren? Wie stellt man das her? Aber so zu tun, als ob das alles nur mit unserer Haltung zusammenhängt, ist nicht richtig. Also da laufen wir in die Irre. Wir müssen eine feste Struktur haben, die uns irgendwie einen Rahmen gibt. Und da kann ich nur sagen, wir müssen rechts einfach unter Strafe stellen. Ist meine Meinung. Bin da ganz simpel. Aber, oder wir geben ihnen ein Theater. Eins von beiden. Oder beides. Es gibt kein Theater. Kurz, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass... ist ein Verzweiflungsthema, weil am Ende des Tages sitze ich ja auch hier als Türke. Der Tag, an dem ich mal irgendwo eingeladen werde und man mich fragt, sagen Sie mal, welche Farbe finden Sie denn gut? Da haben wir es geschafft. Ja, ist alles gut. Das Problem, glaube ich, ist ein bisschen, dass die Rechtsverhältnisse ja auch Kräfteverhältnisse sind. Also wir können das ja nur erzwingen, wenn die Verhältnisse in der Gesellschaft sich verändern. Und das, glaube ich, ist ein bisschen die Frage, die uns vielleicht da auch zusammenführt von der, zumindest von unserem Politikverständnis in der linken Partei, was nicht immer das Gleiche ist von vielen sozusagen prominenten Leuten, dass die Veränderung dieser Verhältnisse ja von unten anfangen muss und irgendwie Leute in die Situation bringen, dass sie dieses Repräsentieren, das für sich selbst sprechen und sich selbst organisieren, sich wieder nehmen, jenseits des hasserfüllten Meckerns,
wobei ich jetzt gar nicht sagen will, dass das dieselben Leute sein müssen. Ich glaube, viel früher in der Antifa hat man immer gesagt, das beste Mittel gegen rechts ist gute linke Politik. Also die Frage ist ja auch, wo kommen die Anziehungskräfte her, wo die Leute sich hindriften oder wo sie sich organisieren. Und da geht es, glaube ich, nicht unbedingt nur darum, einzelne Leute hierhin oder dorthin zu ziehen, sondern in größeren Dimensionen zu denken und zu schauen, was in der Gesellschaft ist eine attraktive Organisierung und wo merken die Leute, dass sie tatsächlich ihre Interessen vertreten können und gemeinsam was bewegen können und sich auch anders fühlen, weil was ihr beschreibt in euren Stücken ja auch, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie nur Spielball sind, dass sie von Abstiegs bedroht sind und gar nichts machen können, der dann so umschlägt in Hass. Diese Gefühle haben ja auch viele Leute, auch wenn sie sozusagen nicht in die rechte Richtung gehen. Und die können, glaube ich, nur verändert werden, wenn die Leute sich selbst in der Welt anders erfahren. Und das scheint mir ein Thema zu sein, sowohl für Politik als auch für Theater in gewisser Weise beispielhaft, aber dennoch sozusagen als Perspektive darauf, wie Leute sich verändern in der Gesellschaft. Falk hatte irgendwie angesetzt, bevor ich das Thema weggezogen habe. Ich wollte nur ganz kurz zu dem Herrn aus Sieke noch was sagen, weil also das mit dem Theater auf dem Land, das ist jetzt ein ganz praktischer Tipp, das kannst du oder das können Sie natürlich auch selber starten. Also da müsst ihr jetzt nicht warten, dass die großen Theater aus der Hauptstadt irgendwie aufs Land kommen, sondern das Theater ist ja letztlich, also Theater ist immer da, wo Theater ist. Das kann teuer sein, das kann ohne Geld produziert werden. Also da braucht man eigentlich nur eine Idee und das kann auch mit Laiendarstellern gemacht werden. Und Sieke ist in der Nähe von Bremen, ne? Also da kann man dann irgendwie nach Bremen fahren und da auch, gibt es ja auch das Junge Theater Bremen und so weiter, also die ja eigentlich ganz viele so engagierte politische Sachen auch machen. Also ich will damit nur sagen, die Schwelle ist gar nicht so groß. Und da würde ich auch eher sagen, also nicht immer warten, dass jetzt da irgendwie die großen Meister oder was weiß ich, was man sich da so vorstellt, kommen, sondern Theater ist. Also ich meine, ich habe auch in Niedersachsen angefangen irgendwie mit Schultheater so. Also das geht, ne? Also das ist möglich. Und da gibt es ja gerade was, theatrale Konzepte, da gibt es ja nun irgendwie also gibt es ja ganz viele Übergänge auch letztlich zwischen ja, wirklich einer politischen Demonstration und Theater oder ganz viele theatrale Aspekte sind ja sowieso immer bei Demos mit dabei. Aber so das wollte ich eigentlich nur sagen. Also das, wenn euch das interessiert, macht es einfach. So, ja, wobei es natürlich gut ist, wenn Profis das anleiten und weil es ist auch eine, Falk Richter stapelt ein bisschen tief jetzt und so, das ist natürlich eine Profession, man muss das natürlich auch können und gute Schauspieler sind natürlich besser als Leute, die jetzt einfach mal da so jetzt Schauspieler, ne, so, gibt ja eine Ausbildung auch für den Beruf und so, insofern würde ich Ihnen eher empfehlen, gehen Sie ans Theater Bremen, direkt an die Intendanz und versuchen Sie die zu motivieren, quasi so Taskforces auszusenden, die dann weiterum dann in der Nähe von Sieke irgendwie mit Ihnen was machen. Also ich würde es eher von der anderen Seite annehmen, weil aufziehen, weil ich finde, wir können es und warum sollten wir es nicht streuen? Und ich wollte einen Punkt noch sagen in Bezug auf das, was du machst. Wir sind, glaube ich, medial, was das Mediale betrifft, in Bezug auf die Themen, die wir vertreten wollen, in Deutschland sehr, sehr schwach im Vergleich zu anderen Ländern. Wenn ich jetzt gerade erst mal in den USA vergleiche, Bernie Sanders und so, die Bewegung darum. Und die Rechten sind medial viel, viel besser als wir und viel präsenter. Das auch nochmal zum Thema Strategien gegen rechts. Ich glaube, da müssen wir einfach mehr machen. Also die Sachen von dir, das, was du machst zum Beispiel und so, nochmal in den Dimensionen, du hast viel höhere Klickzahlen als wir mit unseren blöden Trailern da, ja, die sich dann 2000 Leute angucken oder so. Das ist, da ist ein Riesenfeld, glaube ich, noch zu beackern, wo wir einfach wirklich von der Linken, auch Kulturlinken, auch von Filmleuten komplett unterbelichtet sind, ja, in Deutschland. Ganz kurz dazu, ne? Ich habe wirklich, Tatsache ist es ja ein Problem, im Fernsehen irgendwas zu machen, weil du Redaktionen hast und Redakteure, die eben diese Deutungshoheit nicht aufgeben wollen. Und da geht es um viel, viel Geld und ganz ehrlich, also das ist eigentlich fast unmöglich. Du kannst doch selber einen Clip machen und kannst den ins Netz bringen. Ich mache ja meine Clips, ich mache es ja, ich ziehe es ja durch und deshalb wollen sie ja auch immer wieder die Reichweite haben, indem sie sagen, nee, komm, dann lassen wir sie mal 6 Minuten, aber sie geben mir keine Show, in der ich sage, was Phase ist, wo kein Redakteur kommt und sagt, na, wir haben doch gar nicht so viel Rassismus, da hast du jetzt aber viel Rassismus reingeschrieben. So funktioniert es nämlich. So läuft das nämlich ab. Nee, aber das ist nicht die richtige... Nee, können wir das nicht eher so drehen? Kann die nicht ein Kopftuch tragen? Letztens erzählt mir eine, ja, ich habe dunkle Haut, dann wollten die von mir in der TV-Produktion, dass ich über mich, über mein Schwarzsein und über meine Haare und so, dass ich mich lustig mache darüber. Damit man zeigt, wie cool wir alle miteinander sind. Also, Entschuldigung, aber dieser Betrieb, auch dieser TV-Betrieb, ist
auch durchsetzt. Aber mit ich meine den nicht, ich meine nicht den TV-Betrieb. Nein, ich sage ja nur, jetzt ist nur meine Erfahrung, weil ich dann sofort daran denke, ne, was kann man denn machen auf Fernsehen oder muss da irgendwie was passieren? Das ist auch schwierig. Die einzigen, die es gerade machen, sind solche Leute wie TNT, die dann hier Dings-Familie, sag mal schnell, wie heißt das Ding, 4 Blocks rausbringen, was ja mies läuft, also unabnormal. Jetzt bringen sie die nächste Miri-Familie-Story raus, die heißt irgendwie Faust oder Ghetto-Faust oder irgendwie sowas. Und die Dinge, diese Formate laufen ja interessanterweise. Also da passiert ja was, aber es überträgt sich nicht ins Fernsehen, weil da immer noch Leute sitzen, die immer noch, so ich habe hier die Mütze auf. Ich meine YouTube, ne? Ich meine Sachen, die du selber produzieren kannst, wo du einfach nur ein Studio, eine Kamera und deinen Text und du hast einen Bekanntheitsgrad und du kriegst relativ schnell hohe Klickzahlen. Also da glaube ich, könnten wir einiges machen. Punkt, weiterzukommen, über YouTube hinauszukommen, weil das ist ja das Signal. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Migranten sich freuen, wenn sie mich im Fernsehen sehen. Die sind nur so, ja, das ist so, als ob es wie mit Özil. Es ist genau das Gleiche. Die sind dann motiviert, was zu machen. Und so kriege ich meine Leute motiviert. Also das heißt, das wäre eigentlich ein Weg. Ich komme aber nicht durch. Und dann kommt was durch, was viel angepasster ist. Also ich wurde auch schon mal bei RTL rausgeschnitten. Nee, das ist deutschenfeindlich. Hä? Ja, Beutelsbacher Konsens gibt es da halt nicht. So, muss man halt mal sagen. Aber das sind Schwierigkeiten für mich, weiterzukommen und auch noch mehrere mitzuziehen. Das Potenzial ist bei mir eindeutig da. Ich habe Videos mit 1,5 Millionen Klicks. Die gibt es. In die Hunderttausende gehen die. Aber wie gesagt, das wird in der Mehrheitsgesellschaft wird dann nur ganz minimal darauf reagiert und dann auch nur so, dass man es abschöpfen kann. Aber nicht, dass man irgendwie eine Vision hat dafür, dass man sagt, ey komm, hier machen wir mal irgendwie. Da können wir doch da kann doch was passieren. Das ist die Realität, also die ich sehe. Plötzlich kriege ich von allen Seiten. Miriam, Miriam Strunge, ich bin Abgeordnete der Linksfraktion in Bremen und das ist ja schön, dass wir gerade bei der linken Woche der Zukunft sind, weil dann kann ich mit Michael Bürgerding, dem Intendanten vom Theater Bremen, ja beim nächsten Gespräch einfach mal von der Taskforce, von der Peter Lösch gesprochen hat, über die sprechen und da auch einen Kontakt vermitteln nach Sükehing. Vielleicht können wir dann da ganz konkret direkt werden. Genau, was ich aber eigentlich sagen wollte, mich treibt ja schon immer wieder die Frage um, inwieweit kann Theater eben Stimmungen beeinflussen, Leute, die vielleicht noch nicht linksliberal sind, zu einem anderen Denken umbewegen. Und da habe ich leider auch eigentlich eher das Gefühl, ich nenne es jetzt mal, linkes Theater macht eher eine Bestätigung oder stärkt die Leute, die schon so denken, die dann auch in dieses Stück reingehen, aber erreicht es denn neue Leute? So. In Bremen finde ich es gerade ganz schön. Wir haben jetzt gerade eine Produktion von Gintersdorfer Klaassen, Nathan der Weise. Und das ist eine Performance-Gruppe aus Deutschen, Französinnen und Franzosen und Personen aus Westafrika. Und Nathan der Weise ist halt gerade Schulstoff in Bremen. Das heißt, diese Performance oder dieses Theaterstück, was nicht so ganz so viel mit Nathan der Weise zu tun hat im ersten Moment, im zweiten Moment dann sehr viel, wird jetzt halt von Schulklassen besucht. Und da sehen dann Schülerinnen und Schüler, dass es eben auch Menschen mit schwarzer Hautfarbe gibt, die auf der Bühne stehen. Da sehen Schülerinnen, wie jemand mit Inbrunst in einem eigentlich klassischen Theaterstück gegen diese Wutbürger in Chemnitz sich aufbegehrt und eine ganz, ganz krasse Aktualität in dieses Theaterstück reinbringt. Und ich glaube schon, dass das ein Punkt ist, wo Theater halt wirklich nochmal, also wirklich neue Leute erreichen kann, weil das schauen sich jetzt die Schülerinnen und Schüler in Bremen an. Kurz was dazu sagen, ich mache das seit 15 Jahren, was Sie gerade beschreiben, und ich glaube, Falk macht das auch teilweise. Also das ist das, was wir machen. Also ich habe Nathan gerade in Bonn gemacht mit Muslima und Moslems vor 2 Jahren. Also das passiert wirklich, was Sie gerade beschreiben, ist jetzt etwas, was wirklich überall in Deutschland schon seit Jahren gemacht wird, auch von jungen Theatermacherinnen und Machern. Also das Theater ist so vielfältig und so offen in Bezug auf das, wie es noch nie vorher war. Also passiert wirklich sehr, sehr viel zurzeit im deutschen Theater. Jetzt auch, muss ich sagen, ein bisschen überrascht, weil ich das gerade ja beschrieben habe, über meine Arbeit, was Sie da erzählen. Sie haben schon zugehört, oder? Ich wollte damit eigentlich nochmal klar machen, dass das ja genau der Punkt ist, wo Theater eben
neue Zielgruppen erreichen kann, weil die, weil die Schülerinnen eben ins Theater gezwungen werden. Ja, und wenn es Schultheaterstücke sind, also, ja, wo eine politische Agenda vielleicht mit verknüpft wird, dass das ein Punkt ist, wo ich sage, ja, genau hier kann Theater total viel bewegen, auch wenn ich auf der anderen Seite den Eindruck habe, dass wenn es eben nicht Schultheaterstücke sind, es halt schwierig ist, die Leute, die man vielleicht gerne erreichen wollen würde, wirklich zu erreichen, weil die nicht unbedingt die Zielgruppe sind, die ins Theater gehen. Genau, ja, das war jetzt einfach nur noch mal eine Beschreibung aus meiner Perspektive. Also es ist so, dass tatsächlich, also hier in Berlin, ich arbeite jetzt auch seit 18 Jahren an der Schaubühne, da gehen auch viele Schulklassen in die Theater, auch wenn es kein offizieller Schulstoff ist, also das ist so. Tatsächlich gibt es hier auch eine relativ große Begeisterung so für Theater bei jüngeren Leuten. Also beim Maxim Gorki Theater, gut, da sind die Zuschauer sowieso in der Regel ziemlich jung. Also das findet schon statt. Ne? Aber ich finde das toll, also klar, Gintersdorfer und Klaassen machen super Sachen. Wie gesagt, das ist aber auch nicht so, sozusagen, so kann man sich das auch nicht vorstellen, dass man jetzt Theater macht und danach gehen die Leute alle so anders raus. Also ich finde auch sozusagen, ich komme noch selber von gar nicht so richtig in diese Denkfigur rein. Also das sozusagen, das ist ja jetzt mehrfach so aufgetaucht, so ein bisschen dieses Muster. Also am Theater sitzen immer nur die aufgeklärten Linken und die werden dann immer nur bestätigt und die anderen, die kriegen das ja dann alle nicht mit. Aber so läuft es gar nicht ab, so schematisch. Also einmal, wie gesagt, auch die Zuschauer, die sind etwas diverser und das können wir ja selber gar nicht empirisch letztlich überprüfen. Wir wissen doch gar nicht, ob da irgendwie jemand, der aus Zehlendorf angereist ist ans Gorki, ob der danach dann eventuell doch anders denkt. Das erzählt er uns ja nicht sofort. Also das ist jetzt immer so eine Behauptung, die alle so als Kollektiv so mittragen, dass keiner durch Theater sich beeinflussen ließe. Dem würde ich einfach widersprechen. Ich glaube das nicht. Ich glaube nur, dass das eben manchmal, also ich glaube, das findet statt. Das ist manchmal subtiler, es ist manchmal so, man sieht dann plötzlich ein Stück und da sind dann auf einmal ganz viele türkische Schauspieler. Und für manche Leute, auch hier in Berlin, ist das schon irgendwie was, ein Ereignis zu sehen, oh mein Gott, das sind gar nicht nur immer die Obsthändler, sondern die können ja auch schauspielen oder die können auch da stehen und irgendwie intelligente Sachen sagen oder die erzählen irgendwas, das berührt mich oder ich höre denen mal eine halbe Stunde zu. Das sind ja alles so ganz banale, einfache Erfahrungen, die das Theater eben liefern kann. Und das verändert die Leute auch. Also wir können das natürlich nicht überprüfen, ob die, wenn die ein Stück von mir gesehen haben, plötzlich alle eine andere Partei wählen oder wenn die ein Stück von Lösch gesehen haben, ob die danach sofort irgendwie auf eine Demo gehen. Das können wir nicht überprüfen, aber ich glaube, dass die Leute sich, also dass die anders aus so einem Stück rauskommen, wenn da was mit ihnen passiert, wenn sie da was erfahren über ihre Wirklichkeit. So. Ja. Ich hoffe doch sehr, dass Leute nicht so ein geschlossenes Weltbild haben, dass sie sich nie verändern. Ich glaube, ich muss zum Schluss kommen, damit noch andere Leute was sagen können. Genau. Ich wollte aber eigentlich noch einen letzten Punkt machen. Diese Trennung von der Linken, vielleicht auch die Partei Die Linke und Theater, das wurde ja auch immer wieder hier auf dem Podium angesprochen. Mein Eindruck ist, wenn man eben für die gleiche Sache streitet, dann muss da nicht unbedingt die Parteifahne draufhängen, sondern das kann eben... Also ich glaube, das hilft uns als Linkspartei sehr, wenn Theater so Position bezieht, so eine Haltung macht und so politisch ist, links, auch wenn da nicht Die Linke draufsteht, auch wenn ich glaube, dass es punktuell mehr Verknüpfungen von Personen, von Köpfen auch mit der Linken geben sollte. Aber Theater ist sexier als Die Linke, das ist einfach so und das muss man eben als Theater dann auch nutzen. Danke. Okay, danke schön. Ich hatte nicht den Eindruck, dass noch den Aufruf für das schöne Schlusswort auch. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst würde ich eigentlich nochmal euch anschauen. Wir haben ja jetzt durch viele Themen so durchgegangen und haben viele Punkte berührt. Ob wir dazu noch was zusammenziehen können oder wollen? Ganz kurz, ich würde also auch nochmal zustimmen wollen, es geht nicht, ich würde es auch so empfinden, es geht gar nicht immer nur um das Parteipolitische, gerade auch jetzt, sondern es geht so um Inhalte und um eine Haltung vor allem. Und die kann von Künstlern, die kann von Wissenschaftlern, Journalisten, Berufspolitikern oder Ärzten oder wem auch immer oder Arbeitslosen irgendwie gemeinsam getragen werden. Das muss... allerdings scheint mir das wichtig, dass es bei allen eine...
eine klare Aufmerksamkeit und eine Wachheit in dem Moment, im Moment gibt dazu. Also dass wir uns auch über Parteigrenzen oder kleine Differenzen hinaus darüber im Klaren sind, dass einiges gerade auf dem Spiel steht und dass wir da also nochmal eine andere Solidarität oder haben sollten oder einander nochmal anders zuhören sollen oder eben auch wirklich uns klar darüber sein sollten, dass wir gemeinsam bestimmte linke, vorwärtsgerichtete Projekte zusammen angehen und ohne dass, ohne dass die Linke als Partei unbedingt immer dabei als Fahne darüber steht, weil die Rechten zum Beispiel, das kann man ja von ihnen lernen, die machen das ja gerade, die sind ja enorm solidarisch miteinander, untereinander, bis hin eben in die Reihen der CDU, also die stützen sich untereinander unentwegt, also die helfen sich und die halten zusammen die Linke, und damit meine ich nicht die Partei, ne, sondern die Linke oder die links aufgeklärte, wahrscheinlich ja eigentlich sogar Mehrheit in diesem Land, die ist eben dann doch ab und zu so sehr verstritten. Und ich glaube, dass es so grundlegende Sachen gibt, über die wir uns einigen können. Nämlich erstmal, dass wir sagen, eine offene Gesellschaft wollen, dass wir Rassismus bekämpfen, dass wir natürlich andere Visionen haben wollen als den Neoliberalismus. So, also die wichtigen Sachen, denke ich. Und dass wir eine gerechte Gesellschaft wollen, eine ohne Hass. So. Und da können wir was dazu beitragen, aber natürlich Sie oder ihr alle auch. Ja. Ich meinte das eigentlich auch so in dem Sinne, nicht, dass da Linke als Label drüber steht, sondern dass wir Schnittmengen, größere Schnittmengen einfach erzielen. Und so wie Falk eben sagte, dass wir auf das, was jetzt gerade hier passiert, gemeinschaftlicher reagieren. Ob das auf der Straße ist, ob das Veranstaltungen sind, die wir zusammen machen, ob man zum Beispiel auch mal drüber nachdenkt, so eine Veranstaltung wie diese 3 bis 4 Tage, die angefüllt sind mit extrem spannenden Dingen. Also wenn ich mir das da durchlese, also ich habe immer keine Zeit, aber wenn ich das dann durchlese, wüsste ich, wenn ich mich dann entscheiden könnte, in so einem Zeitraum gar nicht, in welchen ich jetzt reingehen soll, weil ich alle 4 interessant finde und so. Und jetzt findet es aber immer wieder in diesem Gebäude hier statt. Kein Schwein kennt es in Berlin, also von den Leuten, die ich jetzt kenne und so. Es ist immer unterbesetzt für die Qualität der Veranstaltungen, dass man sich vielleicht mal auch überlegt, dass man das mal woanders macht in Berlin und dass man mal guckt, dass auch andere Leute da reinkommen und mal auch an einem Ort, der vielleicht sexier ist als dieser hier, ne, und ein bisschen zentraler, und dass man auch andere Leute hier reinkriegt, weil das sind echt super Angebote, die hier gemacht werden. Kommen Leute aus ganz Deutschland, aus Europa hier. Auch bei diesem Marx-Kongress dachte ich, das ist völlig unterbewertet, das Ganze, und unterbesetzt, so was die Zuschauer betrifft, die da sind. Medial ist es auch nicht wirklich gut präsent, wird wahrscheinlich zu wenig Geld für ausgeben oder ist nicht da, das Geld für eine Öffentlichkeitsarbeit, die so eine Ballung von interessanten Veranstaltungen anders an die Öffentlichkeit bringt. Also einfach mehr zusammen machen, mehr vernetzen, und das sind natürlich Kulturinstitutionen, Theater, die haben Geld. Also natürlich können die mit anderen Institutionen, die auch Geld haben, und die Linke hat auch Geld, da was zusammen machen, ohne dass man Angst hat, dass die Linke vielleicht dann dabei steht, das ist immer das Problem, ne? Wo es dann immer heißt, dann steht die mit da drin unten und dann heißt es, eine Veranstaltung, nein, nix Veranstaltung von der Linken. Ich mache jetzt mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung zusammen ein Gesundheitstribunal, und da habe ich einen Autor und ich habe ein Team von Schauspielerinnen, Schauspielern, Profis, und da sitzt ja keiner von der Rosa-Luxemburg-Stiftung drin und sagt, das dürft ihr da nicht sagen oder sowas. Wir sind ja nicht das Sprachrohr der Rosa-Luxemburg-Stiftung, sondern wir machen das mit denen, da gibt es ein Vertrauen zueinander, dass da schon keine rechten Themen vermittelt werden auf der Bühne. Und ansonsten haben wir versucht, den Chefärztestandpunkt natürlich auch groß zu machen, weil wir eben das nicht wollen ideologisieren, sondern weil wir es dialektisch darstellen wollen. Die Zuschauer sollen selber entscheiden, ob sie es kacke finden oder ob sie es gut finden, das Gesundheitssystem. Aber das ist zum Beispiel noch ein Beispiel für eine gute Zusammenarbeit, die man ausbauen kann. Und ganz nebenher wird dann so eine Veranstaltung auch mal mit was Professionellerem eröffnet, als dann teilweise diese sehr bemühten Kulturveranstaltungen von der Linken oder veranstaltet, wo eben keine Profis drin sind und wo man dann immer so denkt, ich erinnere an so eine Pantomime an einer Volksbühne, wo Pantomimen die linken Buchstaben reintanzen und dann die Kostüme die ausgegangen sind. Hinter uns. Ja, nee, die liegen nicht in, nee, doch, und dann geht das Kostüm, dann gehen die Kostüme aus und dann ist der Dritte noch nicht mal als Pantomime verkleidet und so, und man liegt voll, man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll. Also ich meine, da kann man schon einiges machen, ne? So, wenn man die Volksbühne als die Hauptbühne als Ort hat und noch nicht mal auf die Idee kommt, eine Pause zu machen, weil Leute pinkeln gehen müssen und es gibt kein Bier und es gibt viel zu viele Reden und es ist alles so schlecht organisiert, es ist aber 10 Jahre Linke. Es ist ein Horror, ja, so. Und das ist ganz einfach, dass man da einfach ein bisschen mehr zusammenarbeitet und sagt, hey, kann mal einer von euch Profis da mal vielleicht mal drauf gucken auf so ein Ding, und warum nicht? Also, ich nicht. Nee, ich habe keine Zeit. Aber Falk macht das. Nein, Falk macht das.
Also ich glaube, und das wollte ich damit vorhin mit dem Beispiel mit Sarah Wagenknecht. Ich habe vorgestern was von Helmut Schmidt gepostet, weil ich ihn einfach irgendwie gefeiert habe, den Opa. Der fand ich nun mal gut. So. Und dann hat mir sofort einer meiner Leute drunter geschrieben, hat mit einem Zeitungsartikel und das hat der gesagt und der war gegen Ausländer und das ist ein Problem. Ich krieg die nicht mobilisiert, wenn ich dann einen Zeitungsartikel von Sarah Wagenknecht, ich will aber keinen Rassismus unterschreiben. Also das krieg ich nicht hin. Also ich versuche es, ne? Ich versuche das zu verteilen, jetzt auf diesem Wege. Aber ich kriege das Feedback, dass wenn es kein eindeutiges, komplettes Bekenntnis dazu gibt, dass wir Rassismus in dieser Gesellschaft abschaffen wollen, auf allen Ebenen, mit allen Möglichkeiten, wieder und wieder und wieder bekennen, kriege ich die nicht dazu. Weil ich glaube, es ist schwer nachzuvollziehen. Du weißt, dass du als Migrant in einer schwachen Position bist, strukturell, das weißt du. Du weißt das einfach. Du bist nicht die Mehrheit, du bist eine Minderheit. Ende aus, Mickey Maus, ist so. Und da ist die Schwierigkeit, das Vertrauen ist nicht da. Das Vertrauen wurde jetzt in den letzten 40 Jahren derartig beschädigt durch NSU, keine Konsequenzen, Kanake kannst du immer noch nicht anzeigen. Es passiert zu wenig, nochmal, strukturelle Ebene. Also ich als Migrant bin extrem empfindlich, genauso wie ein Jude extrem empfindlich ist, wenn es um diese rechten Geschichten geht. Weil wir wissen ja, wer dann, ist ja nicht der Blonde, der dann attackiert wird. Wir werden attackiert. Und das wissen wir. Und das Einzige, was wir tun können, ist dann entweder eine arabische Großfamilie zu gründen und irgendwie abschreckend zu wirken oder eine Welle zu schieben auf der Straße. Damit kommen wir gar nicht gleich. Kommen wir gar nicht so. Also all diese Verhaltensweisen sind nicht alles kulturelle Güter. Sie sind ganz klar auch die Position, die wir hier haben. Und die ist eine schwache. Dann sich da nicht einzusetzen, ja, ich mal als Linke mit Sarah Wagenknecht, ich weiß auch nicht, was da los ist, aber das sind Dinge, wo ich meine Leute nicht mehr reinkriege, wo ich sie nicht mobilisieren kann, wo ich nicht sagen kann, ey Mann, lasst mal zu den Linken, ja, ja, Linke, und dann schicken sie mal 80 Zeitungsartikel, wer was zu irgendwelchen Migranten gesagt hat. Das muss überprüft werden, genauer werden, da muss man hier nachhaken. Das darf man nicht einfach so lapidar machen, nur weil man den Osten nicht verlieren will. Dieses Gegeneinander ausspielen muss aufhören. Ganz, ganz, ganz dringend. Also das kann ich nur aus dieser migrantischen, warum man bei uns das schwer mobilisiert. Und ich sage, wir werden ja die Nächste, wir sind ja am Wachsen. Wir machen ja viele, 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 viele Kinder. Ja? Und das heißt, also ich weiß, die neuesten Studien sind ja Tatsache so, dass es im 8., also die Deutschen sind das erste Mal in der Minderheit, die autochthonen Deutschen. Die sind jetzt 49,5 und der Rest ist migrantisch, allerdings nicht arabisch-türkisch. Alles beruhigt euch, ist nicht so schlimm. Es ist alles dabei, wirklich alles. Ich kann nur sagen, ich brauche die Unterstützung, dass es klare Ansagen zu diesem Thema gibt. Das ist das Allerwichtigste. Eindeutige, klare Ansagen. Keine Kämpfe darüber. Das muss einig sein. Sonst kann ich gar nichts machen für die Linke. Was ich gerne würde. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe eine Sehnsucht, eine Partei zu haben, hinter der ich stehen könnte. Ich sehe aber keine. In meiner Position. Aber die Sehnsucht ist da. Und die sehe ich bei ganz, ganz vielen. Dankeschön. Ich danke euch allen sehr herzlich für die Diskussion. Ich möchte abschließend nur sagen, dass die Position der Linken in der Solidarität, im Antirassismus, in der Position für eine gerechte Welt, für offene Grenzen und gegen Abschiebung in der Partei völlig klar ist. Doch, ich sage, hör mir ganz genau zu, was ich sage. Die Partei ist was nicht das Gleiche wie das, was ihr immer im Fernsehen seht. Wir haben eine So ist es halt. Es gibt einen Verein, der hat Mitglieder, die wählen Repräsentanten, die treffen sich, die entscheiden Positionen. Und dann haben wir ein Feld, wo es eben eine Öffentlichkeit gibt, die nicht immer so funktioniert, dass alle Leute, die gewählt sind, genauso laut gehört werden wie die, die anderes sagen. So, ich werde jetzt nicht so deutlich werden, aber also sozusagen, es geht nicht darum, da irgendwas. Verstehst du es nicht, was ich sage? Ich verstehe das schon, aber ich finde es erstaunlich, so eine Veranstaltung zu machen, wo wir darüber reden wollen, wie wir gegen Rechte vorgehen wollen, als Theater, als Parteien, als Institutionen,
Und dann aber die, die in unseren Reihen sind. Die SPD hat den Sarrazin und wir stellen uns stumm. Die Grünen haben den Typen in Tübingen und stellen sich stumm. Ihr habt die, die ihr habt und ihr benennt sie noch nicht mal und schwenkt da rum und grinst und macht einen so oft sehr klein. Aber ich doch die ganze Zeit damit. Ich finde, das darf man schon klar benennen. Und auf jeden Fall. Wenn du sagst, das ist ja, mein Bruder ist in der Linke. Ich meine, ich bin der linken Idee extremst nah. Aber als Migrant regt mich das total auf, wenn Sarah Wagenknecht die Dinge sagt, die sie sagt. Als schwuler Mann regt es mich total auf, wenn sie die Sachen sagt, so Ehe für alle, die sie sagt. Und dann zu sagen, wir als Partei, das sagt die SPD übrigens auch, deren Mitglied ich bin. Ja? Also die SPD sagt auch die ganze Zeit, wir sind nicht Sarrazin. Aber wir haben den Fritzen da vorne. Und alle zeigen mit dem Finger auf die SPD. Und ihr habt halt eben auch Leute, wie die Grünen eben auch, die sich entsprechend verhalten. Und ich finde, wir müssen in unserem, das ist das, was ich heute den ganzen Tag gedacht habe, unabhängig jetzt vom Thema Theater, wir müssen in unseren eigenen Reihen schauen, wo haben wir solche Leute, die es Menschen, wie Idels das gerade beschrieben hat, die es Leuten schwer macht, in Parteien sich zu engagieren, lauter zu werden, hinter denen man bewusst stehen will, hinter denen man bei der Bundestagswahl, wenn man denn einen Pass hat, hingehen kann und bewusst einen Kreuz drauf machen kann. Diese Leute müssen wir abholen, weil wir sind eben halt eben auch Teil dieser Gesellschaft. Und da, finde ich, ist unser Mut noch nicht so groß, wie diese Forderung unsererseits gegen rechts uns konstant zu positionieren. Und das ist alles, was ich gesagt habe. Ich stehe sehr nah an der linken Idee. Ich sehe die Arbeit, die Linke macht, auch gegenüber diesen lauten Stimmen. Aber ich finde, wir müssen da mutiger werden. Das ist meine Verzweiflung, die ich habe, weil während wir die Angst der Rechten die ganze Zeit formulieren, habe ich auch eine eigene Angst, über die hier noch keiner so wirklich gesprochen hat. Du hast gesagt, wann gehst du nach Kanada? Wir überlegen auch, wo wandern wir aus, wenn es hier mal schlimmer wird? Und ich glaube nicht, dass ganz viele Leute hier sind dabei, die sich zum Beispiel nicht Gedanken darüber machen, wo gehen wir hin, wo wandern wir aus? Das ist ein Satz, den höre ich konstant. Diese Angst, die ich habe, die haben ja ganz viele und die thematisieren wir nicht laut genug. Und daher zu behaupten, und ich merke das Engagement und ich stimme dem zu sagen, wenn jemand aus der Partei Dinge sagt, dann ist es halt eben nicht die Partei. Ja und nein, das ist der Widerspruch, den ich sehe. Und ich finde, da müssen wir ehrlicher zueinander sein. Bei Sarah Wagenknecht ist nicht einfach nur irgendwer Sarah Wagenknecht, ist Sarah Wagenknecht. Und das darf man eine Frontfrau. Okay, ich würde jetzt ganz gerne einen Punkt machen. Ich finde, dass dein Anliegen total berechtigt ist. Mein Hinweis ist nur, es gab ja eine sehr klare Positionierung, zum Beispiel des letzten Parteitages. Es ist nicht so, dass sozusagen man sagt, naja, da ist nie was gesagt worden, sondern es sind klare Positionen innerhalb der Partei eingenommen worden. Dein Interesse geht ja ein bisschen auf sozusagen öffentliche andere Formen der Auseinandersetzung. Das können wir gerne mal in einem anderen Rahmen diskutieren, was passiert sozusagen. Aber mir geht es darum, sozusagen zu hören oder zumindest gesagt zu haben, dass unsere Position in der Organisation und in der Mehrheit und in den Beschlüssen, die sie macht und auch in der alltäglichen Praxis, weil wir sind ja nicht, also sozusagen die Mehrheit unserer Partei sieht sich ja nicht verwirklicht in ihren Leuten im Bundestag, sondern in ihrer Praxis, die sie jeden Tag in ihren Orten, in ihren Kommunen, in ihren Gemeinden, auf der Straße, im Betrieb und sonst zu machen. Ich will das überhaupt nicht wegwischen, ja? Du verstehst mich nicht falsch. Ich will nur sagen, wir müssen auch gucken, dass wir innerhalb unserer Diskussionen unter Politik und der Partei nicht immer nur Bundestagsreden und einzelne Personen, die sehr, sehr oft in der Presse sind, sehen, sondern dass wir sozusagen unser eigenes Verständnis, sozusagen, dass wir nicht dem bürgerlichen Politikverständnis da so auf den Leim gehen. Und dann ist es ein Prozess, den wir in der nächsten Zeit zusammenführen werden. Darf ich abschließen? Darfst du abschließen? Wolltest du nur, weil es mir wichtig war, damit ich das klar sehe, warum ich das gerade gesagt habe, weil wir, die so sehr strukturell arbeiten, die Strukturen kennen, die wissen, wie wir funktionieren als Parteien, wir wissen das. Natürlich weiß ich, welche Position die Linke auf dem Parteitag hatte, das weiß ich. Aber das Bild, das Idel gerade beschrieben hat, ist, dass wenn der Migrant zu Hause vor der Tagesschau sitzt oder Großmutter Erna vor der Tagesschau sitzt und die sitzt dort eine welcher immer Figur aus einer Partei, die da spricht, dann sagt die nicht, das ist ja eine von denen und deren Parteitagsbeschluss ist ein anderer, sondern die sieht dort repräsentiert die komplette Partei. Das ist gleich wie Idel, wenn sie sagt, wenn sie in einen Saal reinkommt, kommt die ganze Türkei rein. Wenn Sarah Wagenknecht spricht, spricht die ganze Linke. Und das ist halt eben der Punkt. Ja, aber das ist uns natürlich total bewusst.
wollt ihr noch was sagen? Oder ich wollte gerade ein bisschen abzubinden. dann lasst mich noch zwei, drei Hinweise für den weiteren Verlauf des Tages machen. Erstens, es gibt Mittagessen im Hof, damit ihr wisst, dass ihr euch versorgen könnt. Ich möchte euch gerne aufmerksam machen auf zwei, drei weitere Veranstaltungen des Tages. Eine, die direkt anknüpft an unsere Diskussion, ist eine Debatte zur linken Vorstellung für eine solidarische Einwanderungsgesellschaft, die heute Nachmittag stattfinden wird, wo vielleicht auch ein bisschen dieses Bild Linke hier, migrantische Position dort, so ein bisschen gekreuzt werden, weil es natürlich auch, die Linke ist ja kein bio-deutscher Verein, sondern auch darin sind ja viele Menschen mit migrantischem Hintergrund aktiv und da wird gestritten werden über die verschiedenen Positionen zur Einwanderungspolitik oder gerungen werden um eine solidarische Einwanderungspolitik heute Nachmittag. Ebenfalls heute Nachmittag wird Volker Lösch mit Bernd Rixinger über die Fragen verbindender Klassenpolitik in diesem Raum sprechen und ringen und schauen, wie verbinden sich die verschiedenen Kämpfe und Gruppen, um in der linken Hegemonie voranzukommen. Und schließlich heute Abend, wer es am Donnerstagabend noch nicht gesehen hat, hat noch eine Chance, das Gesundheitstribunal, was hier verschiedentlich schon angesprochen worden ist, noch einmal zu sehen. Es wird im Innenhof aufgeführt. Der Eintritt ist frei, ihr müsst euch allerdings in Listen eintragen dort. Und der Einlass ist ab 20 Uhr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es wird danach heute Abend auch noch mal weitergehen. Für die, die ganz lange durchhalten, gibt es noch eine Präsentation des Films von Juventa über die Jugendrettet-Aktion im Mittelmeer mit Aktivisten, die dort auch unterwegs sind und werden hier. Möglicherweise ist der Michel Brandt, der eigentlich an meiner Stelle heute moderieren sollte, dann zurück aus dem Hambacher Forst. Dann wird er heute Abend auch noch mal das Gespräch führen, aber möglicherweise hat er dort auch noch was zu tun. Ich wünsche euch gute Erholung. Vielen Dank, dass ihr hier wart und so interessant mitdiskutiert habt und noch viel Spaß auf der linken Woche. Ja.